Einen guten Abend, meine Damen und Herren, zur Folge 98. Spoiler Alert mit folgenden Gesichtern. Obwohl, brauchen wir ja gar nicht. Heutiges Thema, Spoiler Alert, GTA. Fertig, mehr kommt nicht. Hola, hey, oh, komm mal, ist da, hä? Hey, guten Tag. Oh, ach so. Wie geht es Ihnen denn? Ich habe mich totgelacht, Slabby. Ich habe mich tatsächlich bei diesem Clip totgelacht, denn es war original. Es war original, original. Ja. Es war großartig, es war schön. Hi erstmal. Ahoi. Hi. Na, ihr? Ja, du? Ja, die letzten zwei Wochen fällt eigentlich auch kurz aus, außer bei Slappy wird es, glaube ich, länger, oder? Wenn wir damit loslegen? Naja. Aber also. Lass uns erstmal Vorwort machen. Vorwort, Juli ist so leer. Ich glaube, so einen leeren Monat habe ich noch nie gesehen. So leer wie meine Brieftasche, aber das ist auch gut. Ja, dann musst du mal mehr streamen. Wieso? Twitch-Moneys holen. Ja, weil ich die fetten Twitch-Moneys bekomme. Klar, einmal Stream 200 Dinger. Oh. Ja, dann muss er ja GTA-RP streamen. Sonst, Hoppla. Ja, danke, Paddy. Ich habe hier noch ein. Jetzt siehst du, da sitzt du halt 500 Stunden, sitzt du da und dann kackst du trotzdem rein, wa? So, ich muss mich gemacht. Ich saß über Sali und habe die Ecke abgedeckt ausgesehen. Ja. Danke, Paddy. Sehr gut. Ich hoffe, das ist jetzt nicht überall so. Also ich auf Sali gesetzt. Ja, da sitzt man gern. Das ist schön muschig und warm. Weich. Hm? Weich. Da, weich. Führe fort, Slabby. Was für fort? Du hast nur gesagt, da müsste ich GTA-RP streamen, wenn ich da 200 Dinger in einem Stream rausholen wollte. Mach sowas. Ey, kein Scheiß, ne? Ich habe tatsächlich in den letzten 4 Wochen ungefähr angefangen, sehr, sehr viel GTA-RP zu gucken. Nicht zu spielen, aber zu gucken. Also nicht den Scheiß, den ihr da verzapft, aber hier, No Pixel. Da habe ich ein paar Streamer angefangen. Den jeder verzapft. Was soll das denn heißen? Ich stehe den ganzen Tag nur im Kreis. Ey, ich stehe gar nicht im Kreis, du Eimer. Ja, okay, du läufst rum ist, und. Als ich reingeschaut habe, musste der gerade an einem Riesenplatz, wo ein Haufen Leute sind. Die standen alle im Kreis und dann ist er mit in den Kreis reingegangen und hat gefragt, ob man da irgendeinen gesehen hat. Und ja. Man hat ihn im Kreis stehen sehen. Ja, genau. Und das ist der scheiß Marktplatz, Mann. Und da stehen den ganzen Tag Leute im Kreis. Und genau in diesem Moment guckst du rein, ey. Ja. Scheiße. Ich bin im Kreis bin gegangen. Ja, super. Scheiß Kreis-RP, sag ich euch, so wie das ist, ey. Ja, gut. No Pixel verfolge ich auch ab und zu mal. Also, ich gucke halt hier den Milton mit seiner Kiki. Mhm. Gucke ich halt unfassbar gerne, weil der einfach super witzig ist. Und ein bisschen auch Vader mit seinem Opa. Den Eugene heißt der, glaube ich. Die beiden, so, die gucke ich halt super gerne, tatsächlich. Hätte ich nie gedacht, dass ich jemals den Satz sagen würde. Ich gucke gerne GTA-RP, aber seit langem gucke ich tatsächlich mal Streams wirklich aktiv, weil die mich halt so krass, gerade der Milton T-Pike bringt mich unfassbar zum Lachen. So, was der da teilweise für Aktionen reißt und die hauen halt eine Sache nach der anderen raus. So, in einem Stream hast du halt 4 verschiedene Actions, die halt hintereinander rausbringen. Das ist halt wirklich, ich weiß nicht, Amis und Kanadier, er ist ja selber Kanadier, können einfach unfassbar gut schauspielen. So, da kannst du, ich weiß nicht, ob die da schon in der Highschool Schauspielschulen haben oder Klassen, wo die das dann von Kind auf lernen oder ob es einfach daran liegt, dass die Hollywood haben und aber es ist richtig, richtig krass, wie gut die einfach Improv können. Das geht aber in Deutschland auch. Davon muss ich mich nur überzeugen. Gibt's auch einige. Die was drauf haben, ja. Aber so in der großen Masse ist das schon im Kreis stehen, das stimmt schon. Ja. Oft. Oft. Nicht immer, aber oft. Ja. Und du Hurensohn! Du dreckiger Hurensohn! Deine Mutter will ich fickern! Okay, ist gut. Jetzt da, wo ich spiele, nicht so unbedingt, aber ja. Da wirst du, glaube ich, sonst entfernt, wenn das so ist. Was mir vor allen Dingen auf deutschen Servern fehlt, ist Comedy. So, die sind alle sehr, sehr ernst und die wollen alle ihre ernsten Storys durchbringen, habe ich manchmal das Gefühl. Es gibt viel zu wenig Leute, die halt wirklich gute Comedy machen, so wo ich halt gucken kann und wo ich mich totlachen kann, so wirklich.
Oh, dann solltest du mal. Ja, doch, das hat, gibt's bei mir auch. Ich sehe, ich habe immer gern so ein Mittelding zwischen Ja. beiden. Also bei mir soll man sowohl lachen können als auch ernst und Ja, das hattest du ja mit Sigi jetzt bei deinem, also ich habe ein bisschen bei dir reingeguckt, das war jetzt eher ernst. Da habt ihr noch versucht, irgendwie, glaube ich, die Grundregeln zu verstehen, wie man so als Cop unterwegs ist, als ich da reingeguckt hatte gerade. War jetzt vielleicht eine Stunde oder zwei. Ja, das stimmt. Du hast damals auch auf jeden Fall Comedy gemacht. Aber ja, gut, wir was haben halt auch anderes. nicht so die Stand-up-Kultur, ne? Hier, wenn du Komödiant bist oder Komiker, dann gucken dich Leute halt komisch an. Und bei denen in Amiland ist das halt tatsächlich ein angesehener Kunstbegriff, so Stand-up-Comedy. Das stimmt ja. Ein kultureller Unterschied einfach. Nun gut, lasst uns jetzt nicht 10 Stunden von GTA-RP reden. Nein. Ja, das ist ja ein verruchtes Thema. Kannst ja nicht jedem andrehen. Ja. Drehen die Leute ja durch. Sterben. Variety, das einzig Wahre nach Fortnite. Oh, hey, Sali, guck nicht so, ey. Mann! Siehst du, guck, da hast du. Von wegen Stand-up-Comedy. Ha. Und dann gleich wieder raus. Schnauze! Wie waren so deine letzten 2 Wochen, Slappy? Meine? Ja. Gut. Also ich habe zum Glück den Juni durchgebracht. Ich habe im Juni tatsächlich nicht ein einziges Mal gestreamt. Ich hatte so den. Ich glaube, es war tatsächlich das erste Mal seit 2014, dass ich einen Monat lang nicht ein Stream rausgehauen Da habe. kann man mal klatschen. Nee, kann man nicht. Das ist auf jeden Ja, Fall auch mal aber ein es Achievement. war einfach, also ich hatte nichts, was ich zocken wollte, und einfach keinen Bock. Oder an den Tagen, an den wenigen Tagen, die ich hatte, oder ich hatte einfach den Arsch voll mit Arbeit oder anderem Zeug, was ich machen musste, dass es einfach nicht gepasst hat. So. Was aber gar nicht so schlecht war, weil sich ein paar Sachen angesammelt haben, also spieltechnisch, zumindest drei Spiele, zwei, drei Spiele, die ich halt unbedingt jetzt zocken will und die ich mir halt auf jeden Fall auch aufgespart habe und nicht für mich persönlich angefangen habe zu spielen. Sondern wirklich Für den gewartet habe. Stream. Nur für den Stream halt mehr, Voll genau, gut. Für die drei, die aufgespart dich habe. noch gucken dann, oder was? Für Ja. die drei, die mich dann überhaupt noch gucken. Ja, genau. Deswegen, also eins habe ich tatsächlich auch dann angefangen letzte Woche. Und das war Judgment. Und da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr froh, dass ich damit gewartet habe. Weil Judgment ist einfach, also. Wäre Sekiro nicht rausgekommen dieses Jahr? Ist Sekiro dieses Jahr rausgekommen? Ja, Ja. ne? Ja. Dann würde das, wäre das auf jeden Fall ein heißer Anwärter fürs Game of the Year, muss ich wirklich sagen. Weil, und ich habe jetzt gerade mal 20 Stunden gespielt und das Spiel entwickelt sich noch und da kommt noch einiges, glaube ich. Aber das ist echt, also fürs Leute, die halt nichts dagegen haben, ein bisschen mehr zu lesen. So, Hauptstory ist zwar vertont, aber so Nebenquests und sowas, Nebengeschichten, sind nicht unbedingt Quests, die man macht, sondern es sind halt eher Geschichten, die man dann halt noch nebenher macht. Die sind natürlich leider nicht vertont. Und da muss man immer noch lesen. Aber für Leute, die da nichts gegen haben, und denen schon die Yakuza-Spiele zum Beispiel Spaß gemacht haben, die werden da auf jeden Fall ihre Freude haben, weil es ist ja von den Yakuza-Machern. Es spielt auf der gleichen Map wie Yakuza. Und ich würde fast sagen, es ist nicht mal ein Spin-off von Yakuza, sondern es ist fast ein neuer Teil von Yakuza. Nur weil man nicht mit dem gleichen Darsteller oder gleichen Charakter spielt, wie eben in der Yakuza-Serie. Die ist ja, glaube ich, zu Ende gebracht worden. Mit dem letzten Teil, also mit dem sechsten Teil, glaube ich. Heißt das nicht, dass das jetzt nicht irgendwie. Ja, kein Yakuza-Teil ist, weil eigentlich, ja, es ist genau das Gleiche. So gesehen. Nur, dass man eben jetzt ein Anwalt, Detektiv mit Karate- und Wrestling-Eigenschaften halt spielt und durch die Welt läuft und halt mehr oder weniger tatsächlich für das Gute kämpft. In Yakuza war man zwar auch ein Guter, aber immer noch halt ein Yakuza, also ein Mafia, japanischer Mafia-Typ. Das heißt, ganz so gut war man nicht. Hier ist man jetzt tatsächlich halt
auf der guten Seite und für Recht und Ordnung. Das ist halt der einzige Unterschied, glaube ich. Sonst, es sind immer noch eben zwei Yakuza-Familien, die gegeneinander kämpfen. Immer noch die gleiche halt aus den vorherigen Teilen mit darunter. Also, ich habe Spaß. Es ist halt die perfekte Mischung aus Comedy und eben ernster Story. So, die Japaner können das einfach perfekt miteinander kombinieren, habe ich das Gefühl. Und gerade die Nebenquests sind halt unfassbar, also wirklich schon ins Lächerliche gezogen, witzig, aber so, dass du halt aus dem Lachen nicht rauskommst. Klar, sehr, sehr weit rein in die japanische Kultur. So dass du halt zum Beispiel halt einfach Perverse jagst und eben zur Strecke bringst und dabei halt erfährst, was sie so alles gemacht haben. Halt, ne, typisch japanisch. Gleichzeitig kämpfst du halt um Leben und Tod in der Hauptstory und gut, ist jetzt nicht so ernst, dass man Angst haben muss, ein Tränchen zu verdrücken, aber zumindest bis jetzt nicht. Ich weiß nicht, was sich noch ergibt. Aber ja, und dann hast du halt noch nebenher Möglichkeiten zu daten, Leute. Du kannst in eine Spielhalle gehen und Arcade-Spiele spielen, halt wirklich. Also Virtua Fighter ist zum Beispiel mit drin, dass du da die Arcade-Sachen mitspielen kannst. Halt alles von Sega natürlich, weil das Spiel ja auch von Sega ist. Und solche Geschichten. Also mir macht es echt Spaß und es sieht wunderschön aus. Also die Grafik-Engine ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die Kämpfe gehen richtig gut vonstatten. Ich würde sagen, also es ist wie Yakuza, es ist ein Story-Game, sehr, sehr storylastiges Game, wo man, glaube ich, 20 Minuten Zwischensequenz guckt und dann 10 Minuten kämpft. Und dann geht's weiter. So, das ist das Hauptspiel, wenn man es jetzt mal kurz zusammenfassen sollte. Aber Ist Englisch darüber vertont, hinaus. oder? Bitte? Ist Englisch vertont? Englisch und Japanisch, genau. Okay. Ich hatte das auch mal auf dem Zettel, aber ich bin. Text natürlich auf Deutsch, ne? Ja, klar. Ich bin nur nicht so Asia-affine. Aber es sah wirklich gut aus. Also es sah wirklich, wirklich sehr, sehr gut aus. Es ist halt nicht Anime, ne? Das ist halt, Klar. es könnte alles in der Anime-Optik auch funktionieren, aber sie haben sich eben extra dagegen entschieden. Und es ist halt relativ realistisch halt. Ja. Noch was gespielt? Ja, ein bisschen für mich. Ich habe so den Story-Modus hier von Super Mario Maker 2 gespielt. Das ist Das ein ja, Story-Modus? naja, also so ein bisschen, wo du halt Oh. rangeführt wirst an die einzelnen Mechaniken, wo dir so ein bisschen kreative Möglichkeiten dargestellt werden, wie du deine Level bauen kannst und so, ist relativ schnell durchzubringen. Also an einem Tag oder an 2 Tagen kannst du es halt locker durchspielen. Hat, glaube ich, 99 Level in dem Story-Modus, was natürlich schon einiges ist. Also verschiedene Level, die basieren alle auf, ich glaube, so, kannst zusammengefasst sagen, es sind so 10 Mechaniken, die eben in jeweils 9 Leveln mehr oder weniger untergebracht sind. Vielleicht ein paar mehr, weiß ich nicht. Macht ganz relativ viel Spaß. So, es basiert darauf, dass die ganzen Toads zusammen mit Mario und Luigi halt das Schloss gebaut haben und dann das Schloss aber wieder gelöscht wird und dann muss man halt Geld reinbringen. Der Humor ist relativ erwachsen, fand ich, in dem Story-Modus. Also super viele Geschichten, kleine Geschichten, die da erzählen, sind halt wirklich so Kapitalismus, Kommunismus, so die Arbeiter gegen die Obrigkeit und so. Aber witzig gemacht halt. Aber also ich hatte Spaß an dem Story-Modus. Und ich habe heute noch ein bisschen so Level gespielt von anderen. Kannst du dir ja mittlerweile relativ gut sortieren. Beliebteste Level und sowas. Dieser Endlos-Modus macht mir noch nicht so viel Spaß, muss ich zugeben. Da kommt viel zu viel Mist auch mit durch die Pipeline. Aber dieses Level sortieren und die besten Level, die bestbewertesten Level spielen und sowas, da gibt es schon einige gute kreative Sachen, wo du halt bei jedem Level fast lachen musst, halt auf was für Ideen Leute kommen da draußen.
habe das Ich schaue bei. sehr viel gerade Mario Maker 2 Streams. Sehr viele. Gerade bei meinem, also habe ich letzte Woche als Streamer der Woche gehabt bei Densen. Schaue ich da ganz viel rein. Ich freue mich da endlich mal wieder neuen Content zu sehen und ich hoffe, dass du das auch spielen wirst. Habe ich auch. Ich hätte schon tolle Bock zum Zugucken. Ja. Selber spielen kommt nicht in Frage, aber zugucken, das läuft Stunden im Hintergrund. Einfach nur, um die Geräusche von Super Mario zu haben. Die haben sich ja in 30 Jahren nicht verändert. Das ist so. Ja. Manche finden Regen entspannt, ich Super Mario. Ja. Du, ich habe heute auch 5 Stunden einem Streamer zugeguckt, der 5 Stunden lang das gleiche Level gespielt hat und es am Ende nicht geschafft hat. Also. Dizzy, du hast bei mir aber nicht zugeguckt, oder? Nee. Okay. Gut. Das hört sich immer so nach mir an. Number One Alex habe ich heute zugeguckt. Oh. Wieso? Aber du hast nicht Mario Maker gespielt. Nee, aber manche Level, so brauche ich ja auch mal ein bisschen länger. So 1, 2, 3, also, 4 Stunden. Hast du nicht TFT heute gespielt? Ja. Das da war mehr so ja Ironie. Ich wollte mich selber auf die Schippe nehmen. Stand-up-Comedy. Ja. Deutsche Stand-up. Ja, deutsche Stand-up. Ja. Ja. Alle sitzen, keiner lacht. Verstehe. Ich kann auch weiter Partnerschaftswitze machen, Slappy, und das dir keiner zu. Aber das wäre ja, ist ja auch langweilig irgendwann. Ja. Verstehst du? Muss ja mal was Neues anfangen. Nee. Was hast du denn gespielt, Sali? Von letzter Woche auf diese? Und ja. Von vorletzter Woche. Also nee, du warst nicht da. Wir haben schon zwischendurch noch einen gemacht, Slappy. Stimmt. Ich habe die Deponia-Reihe abgeschlossen. Schon wieder? Nein. Da war ich noch im Deponia spielen. Jetzt habe ich Deponia den 4. auch fertig. Da habe ich gerade den 4. angefangen. Den 4. habe ich jetzt fertig. Und dann gibt es da ein Spiel, was ich gefühlt vor 3 Jahren bei Dizzy gesehen habe. 3 Jahre? 4 Jahre? Da kein Content. Es war ein ganz, ganz kleines Spiel. Und ich war aber so begeistert davon und ich wollte es immer mal spielen. Ich habe verpasst, dass es letztes Jahr im Herbst ein Release auf der Konsole hatte. The Sky Hill. Oh, ja, mega. Ich liebe Sky Hill. Es ist für die Konsole letztes Jahr erschienen. Es war jetzt gerade im Sale und ich gucke so bei PlayStation, was ist denn da gerade drin? Und dann sehe ich so, Sky Hill, da läutet doch was. Warte mal, guck ganz kurz ins Video. Und ich so, ja, das wollte ich immer spielen. Und das habe ich mir dann gleich runtergeladen und hab's gleich angemacht und bin dann bis Stockwerk, glaube ich, 56 gekommen auf normal. Und man lernt halt, ne? Es ist so, ja, und schaltet zusätzliche Sachen frei. Also Sky Hill ist gerade mega gut. Der Publisher ist das ist wirklich ein großer Zufall, ist Dedelic. irgendwie ist gerade, bin ich so ein bisschen Dedelic angehaucht. Gibt's da auch Prozente oder so ein Code, Sali 30 oder so aktuell? Nee. Au. Nee, gibt's nicht. Aber das habe ich bis dahin nicht gewusst. Es ist auch nur der Publisher, also sie haben es nicht entwickelt. Aber da habe ich gerade sehr, sehr dollen Spaß dran. Und ein bisschen Farm Together, um das noch auf 100% zu bringen, weil da neue Achievements kamen. Und nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ein Die bisschen Hälfte noch. Von der ganzen Streamzeit in der Woche. Nur ein bisschen. Ein bisschen. Kurz nach den Blaubeeren gucken. Ganzen Tag. Der ganze Freitag war dann Farm Together. Passiert? Ah. Das war's eigentlich. So mehr habe ich da. Nur so eine Menge. Nicht. Am Montag kommt was ganz Neues. Aber da sind wir ja noch nicht. Dizzy, was hast du denn die Woche gemacht? Ich habe meinen Friend Pedro abgeschlossen. Das war sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe sehr glorreich überall C gesammelt. Also C war die schlechteste Bewertung. ab und zu mal ein B. Aber ja, Pedro war unglaublich schön, hat einen unfassbar geilen Soundtrack. Also der ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Also wirklich unbeschreiblich gut. Den sollte man sich kaufen, wenn man so ein bisschen auf die Retro-Musik steht.
Dann habe ich noch dieses Teamfight Tactics angefangen, also TFT, das kam von League of Legends raus. Das fand ich auch sehr interessant. Also, das ist mehr so ein alte Leute-Spiel. Da ist nichts viel mit Drücken und so. Man muss nur ein bisschen nachdenken. Und das habe ich mit der Community zusammengezockt. Das war auch sehr cool. Also, das gefällt mir auch sehr gut. Und dann hatte ich noch, heute habe ich noch Fotos bearbeitet von gestern, weil ich war gestern unterwegs in der ja, ich glaube, wie heißt das? Heilstätten Beelitz. Also, das ist aus dem. Von 1920, das war ein Krankenhaus, was für Tuberkulose-Patienten war. Und da sind wir gestern mal hingegangen und haben uns das mal ein bisschen angeguckt, ein bisschen fotografiert und dann habe ich heute im Stream die Bilder dazu bearbeitet. Und geht ja. Aber nicht so viel. Nur ein bisschen. Die Blaubeeren pflücken. Sagt man ja. Also war wirklich nicht so viel. Ansonsten habe ich gar nicht so viel. Nö, das habe ich gemacht, ja. Also ich habe auch noch ein Spiel abgeschlossen die Woche. Ich bin sehr stolz. Nicht schlecht. Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir hier nur GTA, ja. Da ist ja die größte Befürchtung von allen immer. Ansonsten war wenig los. Aber Ich was? war ja 2 Tage in Potsdam Oh. und ja, Freitag hin, Samstag zurück. Hm. Und jedes Mal, wenn wir auf der Rückfahrt sind, fahren wir an einem Turm vorbei, der ziemlich weit weg ist, aber sehr spektakulär aussieht. Und diesmal habe ich mein Handy rausgeholt, um nachzuschauen, was das für ein unglaublich interessant aussehender Turm ist. Ein Turm, der ist bei Rottweil. Das ist der ThyssenKrupp Tower. Er gehört zu in Europa dem größten Gebäude, was mit Textil ummantelt ist. Und es ist, um Fahrstühle zu testen. Super interessant, Highspeed-Fahrstühle von 18 Metern die Sekunde. Der schnellste Aufzug, den wir hier, den Stefan mir sagen konnte, der macht 9 Meter in der Sekunde. Und das war super interessant. Da werden wir demnächst mal hinfahren und uns das anschauen. Er sieht aus, ich habe gesagt, da werden Bohrer hergestellt, weil dieser Tower aussieht wie ein Bohreraufsatz. Wow. Und ja, der ist mega. Nachts ist der beleuchtet Was? und es ist so ein unglaublich tolles Gebäude. Wo ich gesagt habe, Schatz, da müssen wir hin. Oben ist eine Aussichtsplattform. Und der ThyssenKrupp Tower ist von 2014 bis letztes Jahr gebaut worden. Und wie heißt das? ThyssenKrupp Tower. Ich sag mal, habt ihr alle Radieschen in der Ohren oder was, Von wenn die Frau redet? ThyssenKrupp. ThyssenKrupp Tower. Fahrstühle. Und die haben da 12 Schächte drin, wo sogar Fahrstühle mit Magnete getestet werden, die nicht nur rauf und runter, sondern auch nach links und rechts gehen. Man darf natürlich da nicht rein wegen dem TÜV und dem Ganzen, aber man darf oben auf die Aussichtsplattform. Und es ist einfach alleine vom Aussehen her, es ist eins, der ist, jetzt weiß ich es nicht ganz genau, er ist 240, 270 Meter. Der ist halt echt eine Erscheinung von der Autobahn. Du siehst den, es ist so ein Mega-Gebäude. Und wir sind ja jetzt schon zweimal dran vorbei und jedes Mal denke ich mir, was ist denn das da hinten? Das sieht aus wie ein Riesenbohrer. Da werden sicher Bohrer hergestellt. Und diesmal denke ich nicht mit mir, jetzt gucke ich nach, was das ist. Und dann, was willst du eingeben bei Google? Warte mal kurz. Hast du Turm, nicht gesagt, der der ist in der Nähe? aussieht. Ja, bei Entschuldigung. Rottweil. Das Du musst aber. mittlerweile bei Google nichts mehr angeben, ne? Du musst nur ein Foto davon machen und dann Das auf hat. die Taste Ja, drücken. das hab ich nicht gewusst. Ich habe eingegeben, Turm, der aussieht wie ein Bohrer. Und zack, es war tatsächlich das Erste, was gekommen ist. Der sieht tatsächlich aus, wie wenn ich mit dem Schlagbohrer versuche, ein Loch zu machen und dann der Bohrer abbricht. Was? So sieht das aus. Wie wenn der Wenn Bohrer so ein Bohrer in abbricht. der Wand abbricht, so, weil Ja. du den falschen genommen hast Ja, oder und dann so. ragt er halt so. Es Ja, ist ist ja so abgebrochen. So sieht das unglaublich aus. tolles Gebäude, wo ich mir, weißt du? Dizzy, warum machst du so eine Gedankenfalte hier? Was ist das? Hast du nicht gesagt, er ist in der Nähe von Potsdam? Rottweil! Ja. Rottweil! Das ist zu weit weg. Ja, das ist bei mir. Fuck! Ja! Fuck! Entschuldigung. Oh Müssen wir eine Mann, kleine ey, Reise ich war machen? gerade schon auf dem Weg und wollte den Rucksack schon aufschmeißen und sagen, tschüss, ich muss los. Ja, gut, IELTS schieben. Chat wird Einmal ab markiert. nach Rottweil. Ja, meine ich ernst. Das sind ja sind nur, ist nicht weit. Ist nicht weit. Nee, so weit ist der gar nicht.
Ja, den werden wir uns in der nächsten Zeit mal anschauen gehen, weil es einfach, es ist selten, dass mich ein Gebäude so anzieht und der ist halt visuell mega ansprechend. Wenn der beleuchtet ist, ja, dann moin. Abends von unten die Lichter, die gehen so nach oben. Ich meine, das Ding ist ja sowieso weiß, weißt du, und dann sieht er so, oh, der heilige Bohrer. Er ist echt Wann, schick. wie weit ist das denn von euch weg? Stunde? Rottweil, boah, kurz war das, sind 100 Kilometer. Hingehüpft, da habe ich, meine Katzen sind von Rottweil aus der Gegend. Hm. Ich glaube, ich muss euch mal besuchen. Heißt das, deine Katzen sind Rottweiler? Sind sie. Ja, tut mir leid. Von da sind tatsächlich die Rottweiler, deshalb heißen sie so. Super süße kleine Stadt. Rottweil, Hochburg zur Fasnacht. Guck mal, hier sind wieder die ganzen The Germans in the Chat, Junge. Stand-up-Comedy ist nicht so. Brauchst du gar nicht versuchen. Jetzt weißt du, warum das keiner macht. Weil es keiner witzig findet. Und wenn keine Sau lacht, dann kannst du die Scheiße auch in die Haare schmieren, weißt du? Ich fand ihn gut. Sali, seid ihr zu? Habt ihr zufällig nächste Woche im Bett frei? So, vielleicht? Ich Warte, muss. warte, warte, nächste Woche ist was. Ja, War ein Witz? Nein. komm halt einfach vorbei. Du kannst dich ja selbst versorgen. Weißt ja, wo der Kühlschrank ist Ich und das brauche Essen. Badezimmer. Also. Ich muss noch den Rucksack vorher kaufen für den IRL-Stream. Ja, dann. Okay. Ja. Mega! Die Ich war Fototour wird immer übrigens größer. vor. Was? Die Fototour wird immer größer, sag ich. Ich war vor 3 Wochen im Phantasialand und da gab es definitiv einen Aufzug, der war schneller als 19 oder 18 Meter pro Sekunde. Kannst aber einen drauf lassen. Ich bin gestern mit einem Fahrstuhl gefahren. Der war langsamer als ein Rollator von einer Rentnerin beim Einkaufen. Der hat für 40 Meter, hat der so lange gebraucht, da bist du fast eingeschlafen. Ja, die fahre ich bei der Arbeit auch immer. Sind die Rentnerfahrstühle, damit die sie nicht erschrecken. Damit man nicht spuckt. Oh, das ist zu schnell. Machen Sie bitte langsam. Ich kann nicht so schnell. Ja. Aber ich muss sagen, im Phantasialand ist mittlerweile die beste Achterbahn, die ich je in meinem Leben gefahren bin. By the way, fällt mir gerade ein. Warte Ehrlich? mal, Phantasialand, ist das der Kraken? Der im Phantasialand? Kraken? Ich bin noch nie in Kraken gefahren. Nee. Davon immer Tarun. die, ich habe davon immer die Werbung gesehen im Fernsehen und habe mir gedacht, boah, wenn ich mal in diesen Park gehe, dann muss ich unbedingt diese Achterbahn fahren, der Kraken. Kraken sagt mir, ich kann sein, dass das der Europapark ist oder so. Heidepark. Nee, Oder das ist nicht Heidepark. Heidepark. Ja. Alles klar, da war ich noch nicht. Nee. Europapark, den kenne ich auch in- und auswendig. Ja, da war ich noch nie. Doch einmal. Einmal war ich im Europapark. Die haben dieses Ding, wo man so an der Wand steht und das sich dreht, ne? Und dann Ja. so rum. Ja. Aber da war ich noch jung. Phantasialand. Tarun. Heilige Scheiße. Dieses Ding ist unfassbar. Und wir haben das als allererstes gemacht. Die beschleunigen dich einfach. Bei voller Fahrt fährst du nochmal durch einen Beschleunigungsstreifen durch und dir geht wirklich alles auf Grundeis. Das ist so unfassbar gut und die Fahrt dauert 1 Minute und 20. Und das ist nicht so ein Ding, wo du einfach nur schnell durchgeschüttelt bist und dann wieder da bist, sondern du ballerst halt wirklich die ganze Zeit hin und her. Bin noch nie auf so einer krassen Achterbahn gewesen, wirklich nicht. Das macht mir immer alles kaputt. Was denn? Weil ich immer an so viele Sachen denke, so, oh geil, ja, klar mache ich das. Und dann schätze, darfst du das überhaupt noch? Und ich so, oh, warte mal, weiß ich gar nicht. Ja, ich habe Wieder auch was hohen machst du den Blutdruck. Arzt? Darfst du noch fliegen? Darfst du noch Achterbahn fahren? Lauter so Scheiße, die du nachfragen musst. Darfst du noch atmen? Ja, wenn es gut gehen würde, wäre super. So. Aber Europapark ist, wenn du in Baden-Württemberg aufwachst, dann ist der Europapark das Ziel. Da bist du, weiß ich nicht, mindestens 4, 5 Mal in deiner Jugend. Darfst du überhaupt noch streamen? Ja. Ist das auch ein Emote von dir? Ja, ne? Das sieht so aus. Derp, ja, das ist mein Derp-Emote. Ist das der Fisch? Nee. Ein Fisch, das ist ein. Nee, du hattest doch mal einen Fisch. Ja, Du den hast habe ich echt auch. gute, du hast wirklich gute Emotes, muss ich sagen. Mittlerweile sind alle ausgetauscht und ich habe richtig gute Emotes Du hast richtig bekommen. gute Emotes. Also da lohnt sich schon der Dankeschön. Sub bei dir. Dankeschön. Ja. Echt? Also ich meine, ich bin schon die ganze Zeit, ne, möchte ich sagen. Ich habe noch nicht unterbrochen, auch wenn ich nicht teile, aber ich habe sie auch. Guck
cool. Die sind schön geworden. Mhm. Einfach cool. Fast so gut wie meine. Ah, sobald ich da noch ein, zwei Plätze freischalte, keine Angst, ich bin ganz nah hinter dir. Dann kommen die. Du hast einen Wohnslot mehr als ich. Habe ich nicht. Doch, hast du. Habe ich nicht. Du hast einen Wohnslot mehr als ich. Nee, du hast einen mehr als ich. Du hast einen mehr als ich. Ich, wieso? Ich habe 31 offizielle. Und du 32. Und T3 nicht mitgezählt. Ach, den habe ich, ja, keine Ahnung. Ich dachte, du hast, doch, du hast doch schon mal mehr als ich gehabt. Hm. Das ist klar. 31. Hm. Okay. Mit T3 33. Hm. Hm. Aber keine Angst, ich bin hinter dir. So, ich kratze dann mal und dann kommen die super tollen, krassen Emotes. Sollen wir mal GTA-RP streamen, Sally? Klar. Dann überholen wir die sie mal eben. Das soll die, Nummer zieht, die Nummer zieht nicht mehr. Zieht vielleicht bei dir nicht mehr. Ja, eben. Ja, eben, vielleicht zieht sie bei euch. Aber also bei mir zieht die Nummer nicht mehr. Es sind nur dreimal so viele Zuschauer da und das, nein, das zieht nicht mehr, Leute. Ist doch, lacht doch keiner mehr drüber. Ist doch witzig. Jetzt wird man, wenn man Quatsch macht, dann ist das übrigens Dulli-RP in Deutschland. Ne? Dass man gleich Bescheid, dann ist man nämlich immer gleich so kernbehindert. Wirklich. Die Leute sollen mit dir lachen, ne? Nicht über dich. Ja, du, das ist egal. Du bist dann immer, du hast dann immer gleich, die Frage ist dann immer, ob du eine Behinderung hast oder so. Okay, weg davon. Nun. Gott, ich würde so alleine in diesem Stream sitzen, ne? Die Mods würden. Quatsch. Keiner dürfte mehr was schreiben. Du, das ist, jetzt mal ohne Scheiß. Es ist nicht mehr so schlimm. Es ist wirklich nicht. Jetzt, nein, ohne Witze. Also kann ich dir wirklich sagen, es ist mittlerweile ein normaler Chat geworden. Hätte ich auch überhaupt nicht erwartet. Die Mods auch schon alle Messer gewetzt. Wenn du mal einen hast oder zwei am Tag, dann ist das schon viel. Wirklich. Fallen dann schon auf, ja? Naja, gut, aber jetzt ist der Server ja auch noch neu. Ja, und? Ja, der Drama hat ja noch gar nicht angefangen. Das Drama gibt's gar nicht mehr. Ja, noch? Weil die Lager sich mittlerweile so hart getrennt haben, dass alle, die nicht so erwünscht sind, woanders sind. Ach so. Ja. Kann man eigentlich auf eurem Server lachen? Also, Comedy machen? Könnte ich jetzt zum Beispiel rumrennen und Leute so extra überfahren, weil es zu meinem Charakter passt? Nee. Da wirst du, glaube ich, getötet. Sagen wir mal so, du könntest das schon machen. Ja. Wenn du es denn vernünftig verkaufen kannst. Und da ist eben das Problem, das können ganz viele nicht vernünftig verkaufen. Also letztens hat zum Beispiel auch ein Streifenofficer drei Leute überfahren und hat gesagt, hier ist doch euer Problem. Das geht natürlich nicht, ne? Ja, gut. Aber ja, könntest du. Aber wenn ich jetzt einen Verbrecher spiele oder jemanden, der nicht so sich an die Gesetze hält. Nicht unbedingt ein Verbrecher, aber jemand halt, der, weiß ich nicht, auch mal über Rot fährt, ständig, nicht nur mal, sondern halt, und dann mal da jemanden sieht, mit dem er Clinch hat, mal eben so die Fahrertür aufmachen beim Vorbeifahren oder sowas. Solange du das vernünftig verkaufen kannst im RP und das nicht einfach nur so, du bist scheiße, befahren, dann ist das klar, warum nicht? Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine, gibt's Walzen? Ich würde es feiern, aber nee. Also so Antikreiswalzen. Und dann würde ich immer singen, zieh den Kreis nicht zu klein. Immer ich wenn würd, ich drei Leute ich sehe, die im Kreis stehen. Ich würde es witzig finden. Ich würde es witzig finden, ich würde es auch tun. Antikreis-RP. Antikreis-RP, ja. Ja, die Kreise sind, das ist wirklich schwierig, diese Kreise. Weil es ist ja, also die Welt ist ja leer, außer Spieler. Und Deutsche sind halt Deutsche, sie gehen die ganze Zeit arbeiten. Das heißt, du siehst immer LKWs hoch und runter fahren. Und mit ihrem ganzen Geld fahren sie dann ihre Autos tunen. Und dann haben sie ihre Autos und die Autos stellen sie am Marktplatz ab und dann stellen sie sich in den Kreis. Und dann fangen sie an mit Armdrücken und Würfeln und Boxen und also deutsches RP. Also das ist wirklich typisch deutsch. Und du darfst dann aber auch nichts machen. Und wenn sie dann richtig Langeweile haben, dann fangen sie an Pokémon zu spielen und so ein Quatsch und dann sind Cops über Hurensöhne und dann sind sie auf einmal ganz harte Jungs und du stehst dann immer da und denkst dir so, wow, ihr seid wirklich sehr kreativ. Hm.
Und dann sind aber auch wirklich da unten drunter sind dann welche, die wirklich was können und sehr gut sind. Und das sind dann immer die Idioten. Obwohl die eigentlich, sag ich mal, die Leute sind, die angehimmelt werden sollten, weil sie wirklich sehr, sehr gut sind, ne? Und wirklich was können. So. Also ich sag mal, bei mir ist auch nur Mittelklasse also spielen so. Und dann gibt es Leute, die sind sehr, sehr gut und das sind dann immer die Idioten. Und das ist, ich weiß nicht, irgendwie ist das so, ich kann keine Ahnung, ob das mittlerweile so ausgelutscht ist oder ob das wirklich ein Problem ist, dass zu viele Leute auf dem Server sind und dann durch diese fehlenden NPCs und durch die fehlenden NPCs und Autos so, dass die Leute dann immer so eine Scheiße machen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Gibt es keine NPCs bei euch? Nee. Ach so. Du siehst halt wirklich nur LKWs fahren, Geld verdienen, Autos kaufen, Häuser kaufen, so. Das ist aber auch das, was die immer alle wollen, so. Alle wollen immer Autos haben und alle wollen immer, alle haben auch immer einen Joint in der Tasche, wo ich mir so denke, okay, 90% von euch hat noch nie einen scheiß Joint geraucht oder weiß geschweige denn, wo er bei sich zu Hause in der Hood einen Joint herkriegt. Aber das ist dann so diese Standardsache, so. Und das ist irgendwie, Muss man die nicht rauchen, damit man Stress verliert oder so? Was? Joint? Nee. Ja. Achso. Gibt's kein Stresslevel bei euch, oder was? Nee. Achso. Nee. Ich kenne das nicht. Ich guck immer nur NoPixel und die haben dann halt immer das gegen Stress. Die sind aber auch, sag ich mal, was das Modden angeht, glaube ich, ein bisschen weiter. So im Vergleich. Hast schon, man merkt das schon. Es ist halt, ja. Vor allen Dingen, die rauben halt auch immer einen Laden aus und dann fahren sie über den Berg und freuen sich so. Das ist, also ich bin ja jetzt Polizist an der Stelle. Sie rauben einen Laden aus und sie fahren mit einem Motorrad und sobald du als Polizist so nah rankommst, dass du sie eventuell fassen könntest für RP, biegen sie rechts ab und fahren den Berg hoch, wo du nicht mehr hinterherkommst. Und das ist halt wirklich den ganzen Tag so, wo du dir davor sitzt und denkst dir immer so, ey Leute, dann spielt doch einfach verfickten Singleplayer so. Das könnt ihr da auch machen. Da braucht ihr den Leuten da nicht auf den Sack gehen so. Es ist halt, gibt's denn keine Motorradcops? Es gibt Fahrradstreife. Ja, aber mit Fahrrad kommst du da nicht hinter, aber kannst du keinen Motorradcop da dann einsetzen? Nee. Kannst ja auch nichts machen. Also du könntest jetzt nicht mal den Ami-Polizisten memen und den einfach komplett aus dem Leben fahren. So. Geht auch nicht. Ja, dann hast du die Dienstaufsichtsbehörde. Es ist halt deutsch. Es ist deutsch. So, dann kommt der Rechtsanwalt, dann kriegst du Dienstaufsichtsbeschwerde und dann wirst du entlassen. So, darfst du nicht, der musst du eine Vorwarnung geben, der musst du jenes machen und pipapo und tralala. Und also selbst da habt ihr Paragraphen. Ja, Alter, nicht zu. Das Wort ja, nicht mal Bürokratie. Zu. Ja. Deutsche und Bürokratie habt ihr auch ins RP übernommen, damit das auch richtig, richtig realistisch ist. Und das ist jetzt da, sag ich mal, auf Alternate ist das noch wenig. Da willst du bei anderen gar nicht gucken. Das ist richtig krass. Also ist auch cool, mal eine Gerichtsverhandlung irgendwie auszuspielen und so. Aber alter Verwalter, da kriegst du echt die Motten bei. Dann kannst du jemanden nicht festnehmen, also du kannst halt theoretisch, ne, jetzt mal rein fiktiv, du nimmst jemanden fest und der kommt aus dem Laden und genau in dem Moment wird dir ein Ladendiebstahl gemeldet, du nimmst den fest. Und der Ladendieb, also der Inhaber sagt dir, wir haben keinen gesehen. Dann kannst du theoretisch nicht mal dingfest machen, weil du dafür keine Beweise hast. Obwohl du gesehen hast, wie er da rausgekommen ist. Genau in dem Moment. Und dann stehst du halt auch immer da und denkst dir so, ja geil, Alter. Cool. Nice. Ich würde einen Helikopter nehmen und den mit den Rotorblättern da immer durchs Gesicht wischen. Wie gesagt, kannst du halt alles nicht machen, weil du willst, also auf der einen Seite möchtest du ja was Vernünftiges haben, dass die Leute sich nicht geben wie die allerletzten Vollidioten, yeah. Was da auf jeden Fall sehr gut funktioniert, ja. So in 98% der Fälle. Und auf der anderen Seite ist es halt, schwierig. Ja, aber kann man nicht ein System entwickeln, dass die Leute, also ich meine, du musst die Leute ja erst auf den Server lassen. Es gibt ja Whitelisting-Verfahren und so. Und dass du dann von vornherein sagst, ihr könnt jeden Mumpitz machen, aber ihr müsst auch akzeptieren, dass ihr mit Folgen rechnen müsst. So, wenn ihr euch benehmt wie der letzte Arsch, kann es halt sein, dass ihr dann auch mal für 10, 20, 30 Minuten in den Knast gesteckt werdet. So. Das gibt's ja. Also, ja. Ja, also das ist ja vorhanden. Genau. Ja. Gibt nur, Anwälte sind, nur ja, genau, Polizisten nur, und alles. Genau, nur die Anwälte sind halt so schnell bei dir, dass du gar keinen Bock auf diese Scheiße hast, weil die dir wirklich penetrant auf die Eier gehen. Ja. Ich habe zum Beispiel zu einem einzigen habe ich gesagt, ey Maga, lass in der Gasse gehen und dann kloppen wir uns die Helme ein und dann ist hier Ruhe, halt die Schnauze so, ne? Dafür kam die Dienstaufsichtsbehörde.
Boah, wenn ich ein Spiel hätte, ne, was so nervig ist, würde ich es ausmachen und was anderes spielen. Ja. Ja. Also es ist nicht, also der Großteil ist nicht nervig, die sind nur sehr oft ein bisschen die Hände gebunden an vielen Stellen. Also wie gesagt, du kannst dich bei allem rausreden, so, aber es ist halt wirklich sehr streng. Das kann schon sein, dass du dann mal tschüss. Hm. Ist halt, ja. Hm. Und das Schlimme ist, ich bin noch Kadett so. Also ich bin halt in der Ausbildung bei der Polizei. Und ich glaube, ich kann mich nicht so einfach rausreden, weil ich am ersten Tag schon so ein kleines Fauxpas hatte. Das heißt, ich muss mich da noch ein bisschen dran halten. Wenn es nach mir gehen würde, dann würde ich da die Reifen zerschießen und sagen, oh du, dein Fahrzeug ist nicht mehr tauglich und dann schicke ich die nach Hause. So. Aber naja. Deutsche Seppi. Ich würde auch einen Server aufmachen, wenn das nicht so schwierig wäre. Nee, willst du nicht. Ja, eben. Und Scheiß, also das, was die bei Alternate Live machen, da ziehe ich echt den Hut vor. Muss ich jedes Mal sagen. Muss ich wirklich sagen. Minecraft-Server aufzumachen. Ja. Ey, was du dir da manchmal für eine Scheiße reinziehen musst, das ist halt wirklich nicht mehr feierlich. Die sitzen da, die schwitzen Rotz und Wasser und machen und tun und dann hast du immer noch solche Vollidioten, die, oh, nee. Nee. Das heißt Roleplay-Amps. Nee. Also ich habe da wirklich größten Respekt. Du kannst da raufgehen und die Spielfläche ist dir auch gegeben und du hast auch genug Freiraum, Dinge zu machen. So ist das definitiv nicht. Aber mein lieber Mann, nee, willst du nicht. Ehrlich nicht. Da würde ich, glaube ich, nur Pult haben. Den ganzen Tag. Und morgens bis abends. Ui. Da müsste man vorher so Improv-Schulungen machen. Workshops. Wie improvisiert man halt tatsächlich? Ja. Das weiß halt in Deutschland niemand. So, Improv-Theater. Die Grundregeln von Improv, dass du zum Beispiel niemals Nein sagst. Wenn dir jemand was sagt, akzeptierst du das. So, wenn du als Polizist irgendwo stehst und suchst jemanden und derjenige sagt dir, ja, der ist da hinten weitergerannt, dann läufst du als Polizist auch da hinten lang und sagst nicht, nee, du bist derjenige, den ich suche, sondern du lässt dich halt auch verarschen, weil es für den Zuschauer eben witziger ist, als dann irgendwie zu versuchen, halt sein straight durchzuziehen. Und solche Geschichten, das funktioniert halt nicht, wenn du die Leute vorher nicht halt daran gewöhnst wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Da kann ich dir. Okay, ich erzähle dir jetzt mal eine witzige Geschichte, okay? Am Samstagabend, mitten in der Nacht, kurz vor Schichtende, haben wir noch ein Fest genommen. So. Ein Helikopter fliegt über dem Laden und er steigt in ein Fahrzeug ein. Wir verfolgen das und er springt aus der Vordertür raus. Einer läuft weg, wir fangen den und der andere fährt los. Wie ein Bescheuerter wird auch festgesetzt. Wir nehmen beide fest. Einer sitzt in der einen Zelle, der andere in der anderen. So. Dann gehst du dahin, der eine sagt, yo, ich habe einen Ladendiebstahl begangen. Gehst rüber zu dem anderen, nee, ich habe damit nichts zu tun. Der andere ist ins Auto gesprungen und hat mir eine Waffe an den Kopf gehalten und saß hinten. Ja. Drei Polizisten haben aber gesehen, er saß vorne. So. Dann sagt er so, nee, der saß hinten. Okay, gut. Dann kommt der Staatsanwalt. Und dann sagt der Staatsanwalt, ey, sorry ihr beiden, aber warum wurdet ihr eigentlich schon vor einer Woche zusammen verurteilt, weil ihr gemeinsam einen Ladendiebstahl begangen habt? Nee, wir kennen uns nicht. Nee, wir kennen uns nicht. Und das ging wirklich die ganze Zeit so hin und her. Und da ist nämlich das, was du gerade gesagt hast, Leute wollen immer gewinnen. Sie wollen immer gewinnen. Du stehst wirklich da, du hast halt die Argumente. Auch der Ladenbesitzer hat gesehen, dass das zwei Leute waren. Es gab genug Beweise. Nee, wir kennen uns nicht. Nee, der hat mich bedroht. Ja, warum bist du denn geflogen? Ja, ich hatte dann Angst. Nur so ein Schein. Dann stehst du wirklich da mitten in der Nacht und denkst so, nee, okay, cool. Eine coole Geschichte. So. Ja, bloß nicht verlieren. So, nee. Nee. Aber ja, das ist ein guter Punkt. Man sollte nicht immer nur nee sagen. Nun. Das ist Grundregel Nummer 1 beim Impro. Ja. Improv. Niemals Nein sagen. Nun. Ich habe übrigens mir mal Car Mechanic Simulator 2018 angeguckt. So mal kurz reingeschaut und ein paar Karren aufgebaut. Der ist echt gut geworden mittlerweile. So im Vergleich damit, wie der am Anfang war, mit den ganzen Bugs und allem drum und dran, ist der echt, haben sie ihn sehr, sehr gut hinbekommen. Ich war selber überrascht. Hab den noch mit DLCs im Steam Sale
geschossen für einen Apfel und ein Ei. Also gut, war ein bisschen großes Ei und einen großen Apfel, aber. War das denn, also es kam doch jetzt 19 raus letzten Monat, ne? Oder? Kam 19 raus? Sally wollte doch einspielen? Ja, das war doch der. War das 19 oder 18? Hat er überhaupt eine Zahl dabei? Warte, jetzt muss ich gerade nachschauen. Da war eine Zahl auf jeden Fall. Nee, 2019 gibt es noch nicht. Ja, Glaube dann war ich. es 18, okay. Ja, dann war es 18. Dann habe ich nichts gesagt. Bin ich noch nicht dazu gekommen. Nee, der hat keine Zahl. Es ist einfach nur der Car Mechanic Simulator. Der hat auf der Konsole hat er gar keinen. Ah, okay, alles klar. Gibt es übrigens immer noch. Steam Sale läuft scheinbar noch. Ich weiß gar nicht, wie lange läuft denn der Steam Sale? Bis August bestimmt. Nee. Er läuft ja schon ein Weilchen. Die Extended Version. Liegt hier gerade keine. Ach, bis zum 9. Ja, bis Dienstag. Also kann man gerade, die Grundversion kann man gerade für 9 Euro schießen. Ne? Also. Heute ist der 7.7., oder? Was vergessen? Nee. AMD bringt neue CPUs raus. Oh ja. Oh Sehr. ja. Da habe ich mir nämlich heute schon. So, genau die Stunde, wo die NDA aufgebrochen ist, ist einfach die Ja. YouTube-Dingens komplett vollgegangen. Also ich habe mir auch schon von von Jay-Z Two Cents und Pos Jay-Z Two Hardware. Cent? Was? Nee, Jay's Two Cents, Jay's Two so, Cents, ja. Nicht Jay-Z, ja, ja. genau, das ist Alles der gut, Witz, alles dass gut. er Jay-Z heißt. Genau, Jay's Two Cents und Pos Hardware habe ich mir schon angeguckt und also wenn Intel da jetzt nicht mit neuen Sachen rauskommt oder die Preise zumindest um 200 Euro runtersetzt, geht, also ja, haben die ordentlich Wird schön, ja. was zu nagen. Hey, Nvidia hat aber schon Grafikkarten zwischengeschoben jetzt. Ja, das stimmt. Ja. Hätten sie gar nicht müssen, weil die Grafikkarten von AMD, also weiß nicht, da habe ich mir noch keine Benchmarks angeguckt, aber Ja, die sind so Mittelfeld, so ja, in dem Dreh. Also genau. wir reden jetzt hier nicht von 2080 Ti's und so. Ja. Ja, genau, die Super-Reihe kommt ja jetzt auch wieder raus von Nvidia, Genau. die auch sehr gut aussieht und relativ günstig auch ist. Ja, der Preis ist relativ okay. Ja, ich bin traurig, dass ich mir im, wann war das? Mai oder April? Ich glaube, im April war es, den 2700er geholt habe. 2700er sieht sehr hübsch aus. Jetzt. Aber Oder der der. 3950X ist noch viel hübscher. Ja, eben. Ich warte schon, aber der kommt ja erst im September. Ja. Da kommt dann der Ripper weg. Der ist dann verschwunden. Aber ich mache trotzdem mit 3900, werde ich mir auch noch einbauen. Jetzt. Ja. Ist gut. Das gehört auch zum Spoiler Alert übrigens, ne? Das ist ja diesen Monat. Sonst ist ja ziemlich dünn, oder? Weil wenn jetzt jeder sein Spiel aufzählt, worauf er sich freut, dann ist ja, sind wir eigentlich fertig. Können wir, Ja. oder? Eins von meinen ist sogar schon erschienen. Oh, ja, stimmt. Nee. Doch, am Freitag. Welches denn? Sea of Solitude. So Solitude. Oh, stimmt, genau. Das gibt's ab morgen. Bei Wurde dir? vor, ja, Oh, das wurde nice. vor 2 Jahren auf der E3, auf der PlayStation-Konferenz vorgestellt. Einer sehr sympathischen Dame. Ist ein deutsches Studio. Und mir hat der Stil da schon zugesagt. Und das ist jetzt am Freitag erschienen. Und ich bin sehr gespannt. Es wird wohl so ein kleines Story geben. Es wird nichts Langes sein, ne, wo man jetzt tagelang dran sitzt. Aber mir gefällt die Art sehr, sehr gut. Das spricht mich, oh, Entschuldigung, das spricht mich sehr an. Mach doch Einmal mal das Abriss jetzt Mikrofon hier. geboxt. Geh mal runter, Schnecki. Du machst mich ganz wuschig hier. So. Und ja, kann da noch gar nicht groß zu sagen, weil ich mich da natürlich überraschen lasse. Sieht aber sehr hübsch aus. Und da gucke ich morgen rein. Sea of Solitude. Ich weiß gar nicht, ist das PlayStation exklusiv? Da hatte ich jetzt gar nicht nachgeschaut gehabt. Ich bin gerade am Suchen, weil ich habe das nämlich auch auf dem Zettel gehabt. Ja, es war damals bei der PlayStation-Konferenz. Oh ja, Könnte.
Das ist es. Ist, ja. Also bei Steam, naja gut, warte, ich war noch nicht im Epic Store. Ist nicht exklusiv? Ich war noch nicht im Epic Store, warte. Chat sagt, es nicht exklusiv. Ja, dann ist es, ja gut, dann... Wenn ja. Ben das sagt, Moment, dann, das war mit der Unity Engine gemacht, also. Oh, guck mal hier, Origin, Xbox und PlayStation 4. Origin? Origin. Oh Mann, ey. Warum denn auf dieser Rotze? Dann mach's lieber auf dem Epic Launcher, ey. Da krieg ich schon wenigstens das vielleicht. Was denn? Ja. Ach so, Origin. Ach, von EA ist das, oder was? Ja. Ah, okay. Na gut, dann ist es wahrscheinlich nicht im Game Pass mit drin. Weil wenn das... Ah, nee. Nee, nee. Toll, Epic, ey, ihr blöden Penner, weißt du, ganze Kohle ausgeben und dann sich trotzdem noch was wegkaufen lassen. Super, ey. Was mache ich denn jetzt hier? Da hätte ich mal meinen Creators Code pushen können, ey. Scheiß doch die Wand an, was soll denn das? Toll, Epic, ey. Gleich mal bei Andi eine Beschwerde einreichen hier. Ich gucke jetzt trotzdem, ob es das gibt. Mal bei Origin. Origin hat ja auch seinen Pass, ne? Ja, die haben ja jetzt alle ihre Pässe. Oh, ich sehe gerade, Cyberpunk ist auch exklusiv. Oder? Das exklusiv worauf? Bei Dings hier. Epic. Cyberpunk? Ja. 2077? Warte, ich guck gerade. Kann das sein? Nein. Nee? Hä? Als wenn ah, nee, 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 never mind. Alles gut. Ich glaub, ja, ja, ja. Ein anderes Spiel, ja, ja, ja. Nein, nee, 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 nee. Alles gut. Mein Fehler. Ich war gerade verwirrt. Okay, dann muss ich die PlayStation auspacken. Danke, Sally, für den Tipp. Ja, das sieht gut aus. Ja, das ist auf jeden Fall was, wo ich mich jetzt schon lange drauf freue. Ja. Das ist eins meiner zwei. Also ich hab nur, und jetzt kommt's, Wolfenstein! Was? Was ist das denn? Scheißspiel. Fängst du mit einer neuen Reihe an? Ich hab ja noch nie gehört. Wolfenstein? Ja, Wolfenstein. Hm. Hey, ich hab's extra die letzten paar Tage, Wochen nicht so extrem gehypt. Also, ist ja kooperativ. Ja, ich spiele mit Zypriester. Ah. Ja. Letztens habe ich im Chat gefragt, wer ist Streamer und wer spielt das? Keiner hat sich gemeldet, nur Streampriester. Ich gesagt, na los, dann Feuer jetzt hier. Ran! Let's go. Also ich spiele mit Streampriester einmal und dann mal gucken, mit wem noch. Ich werde es ja, ich kenne mich ja. Das wird ja gleich wieder zweimal hintereinander geballert. So. Freue ich mich drauf. Ich habe noch nie mit Streampriester was zusammen gemacht. Der ist jetzt das erste Mal. Ja. Wird schön. Und es ist nicht mehr zensiert. Stimmt. Ist eigentlich scheißegal. Also ich werde trotzdem eine zensierte Version spielen. Es ist aber nicht mehr zensiert. Hm. Und man sieht immer noch alle alten Akteure. Aber ja? Aber ich glaube... Und das ist nur so eine Vermutung. Es wird wahrscheinlich das letzte Mal Blazkowicz sein. Wenn sie es denn weiterführen werden, weiß ich nicht. Es wird das letzte Mal Blazkowicz sein. Der hat nämlich sehr graue Haare. Dann schon. Also auch im Trailer und so. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf das Spiel. Ich freue mich wirklich sehr. Ich hoffe, das kommt so ein bisschen an die Erfahrung von A Way Out ran. Weil A Way Out war ja wirklich eine sehr, sehr schöne Koop-Erfahrung. Ja. Und ich muss wirklich gestehen, dass mir diese Story-Koop-Geschichten sehr, sehr gut gefallen, weil du dann noch eine viel innigere Beziehung zu den Charakteren aufbaust, da du ja jemanden an deiner Seite hast, mit dem du gut auskommst und somit dann die Sache sich ein bisschen mehr einbrennt. Also ich weiß nicht, eure erste Erinnerung an A Way Out ist, für mich ist es auf jeden Fall das Ende, wo du dann... Für mich ist es das Armdrücken. Ja. Das Armdrücken. Hm. Hättest du auch mal nachgeben können, weißt du? Hätte ich ja gegen ein Mädchen verloren. Ja.
Ich habe Armdrücken nicht einmal gewonnen, in zwei Versuchen. Nee. Willkommen im Club. Dafür habe ich den Rest immer gewonnen. Ja, gut, aber wir haben da 10 Minuten gesessen. Also, eigentlich kann man sagen, es war unentschieden. Ah. Dafür hast du mich am Ende abgeknallt, also. Ah, geil! Ey, du Wichser, Junge! Was soll das hier? Scheiß Armbrücken! Ich hab so rumgezickt. Das geht ja gar nicht. Ich wollte das nicht und dann war das aus Reflex. Das müsste ich nochmal spielen mit irgendwem. Es ist, glaube ich, lang genug her. Wobei, ich habe es erst vor, ich glaube, ein paar Monaten habe ich es mit einem Freund zusammen, mit Muffin habe ich das gespielt, um die 100% zu holen. Also so einzelne Kapitel haben wir nochmal durchgerattert. War ein gutes Spiel. Ich müsste das, glaube ich, nochmal mit irgendwem spielen. Ja. So mal einen Abend. Lass du die Fischis in Ruhe. Schub. Also das war's. Mehr gibt's für mich diesen Monat nicht. Nicht? Nee. Mehr ist da gar nicht. Ich hab noch Dragon Quest Builders 2. Es ist Dragon Quest und ich liebe den Humor. Und Builders. Und Builders, aber es ist Dragon Quest. Das ist so der Hauptgrund für mich schon mal. Ich habe Dragon Quest Builders 1 gespielt. Haben wir komplett im Stream durchgenommen. Es ist halt witzig. Und es macht Spaß. Es ist so eine leichte Kombination mit Minecraft-Elementen, die dort drin sind. Und es ist Dragon Quest. Ich bin echt gespannt, was sie mit dem zweiten Teil machen. Ich habe mir da auch noch nicht so viel zu angeschaut. Aber das erscheint am, was sagt mein Kiel? 12. 12. ja. Am 12. erscheint das. Dragon Quest ist in Japan riesengroß, ne? Riesig. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ich will jetzt keinen Mumpitz erzählen, aber ich glaube, noch größer als Final Fantasy. Vom Beliebtheitsgrad. Das weiß ich jetzt nicht, also, aber ist halt schon uralt. Ja, ich bin mit Dragon Quest und der verwunschene König, der verwunschene König war das, glaube ich, wo der König die Kröte war. Und das war mein erster Dragon Quest Teil. Und ich habe den geliebt. Da bin ich überhaupt erst auf diese asiatischen RPGs, die, wenn die Story zu Ende ist, kannst du immer noch weiter leveln und New Game Plus. Und das ist da bin ich so das erste Mal richtig damit bewusst in Kontakt gekommen. Und ich mag das sehr. Es sind aber auch sehr viele Teile dann nur auf dem Game Boy erschienen. Und das habe ich alles nicht gehabt und bin erst jetzt wieder mit Builders dazu. Den letzten Teil habe ich mir geholt, aber noch nicht durchgespielt. Und dann haben sie noch eine Reihe, die so ein bisschen wie die Dynasty Warriors sind, weißt du, dieses Massenschnetzeln. Spiele ich natürlich auch. Ich spiele das alles. Das ist witzig. Ja. An Haupttiteln sind das die einzigen beiden Sachen, die mich interessieren. Ich habe aber noch zwei Add-ons. Ich habe noch zwei Add-ons. Ich wollte noch kurz zu der Frage wegen Popularität in Japan sagen. Sie müssen Dragon Quest an einem Tag rausbringen, an dem sowieso frei ist, weil sonst niemand mehr zur Arbeit erscheinen würde an einem Release-Tag in Japan. So groß ist Dragon Quest. Jeder kennt es. Also selbst Omas und Opas kennen es wohl. So, selbst wenn du nichts mit Videospielen mehr oder in Japan nichts mit Videospielen zu tun zu haben, ist, glaube ich, sowieso fast unmöglich, aber zumindest jeder hat es gehört. Es war einfach das erste RPG, was in Japan jemals rausgekommen ist und deswegen das ist halt viel größer als Final Fantasy da drüben. Ich habe das immer gar nicht so auf dem Schirm, was da drüben abgeht. Ja. Ich weiß nur, dass man da sehr gut fotografieren kann, aber sonst ist halt so. Ja, ihr lacht so. Ich habe das halt wirklich nicht auf dem Schirm. Ne? Ich gucke mir halt Vlogs an, wenn Leute da fotografieren gehen und dann war es das. Aber dass die wirklich so abgefahren in dieser ganzen Technologie-Sache stecken und weil, also in meinem Kopf, ne, ohne jetzt mal Vorteile zu schüren oder so, in meinem Kopf ist das ein sehr diszipliniertes Volk, was sich sportlich halt auslebt und doch sehr, sehr konservativ und alt ist. Ne? So stelle ich mir die Nation vor. Und ich glaube,
das ist auch alles gar nicht falsch. Aber dass die da so abgehen und dass der Marktanteil zum Beispiel so groß ist aus Japan oder Asien jetzt generell, hätte ich nie erwartet. Oder ist für mich so, Gerade extra nochmal nachgeschaut. Also mein erster Teil war Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs, und das erschien 2004. Das habe ich gespielt, ich glaube, auf der PlayStation 2. War das damals, ja. Ja, auf der PlayStation 2 habe ich das gespielt. Und da habe ich mich verliebt. Das ist, könnten sie auch nochmal machen, ne? Würde ich nochmal als Remake, Reboot. Ja, das war super witzig. Ja, Dragon Quest Builders, wenn es passt, gerade bei mir, wollte ich mir auch angucken, weil der erste ist damals, der hat irgendwie nicht hingehauen, dass ich mir den angeguckt habe, aber ich wollte ihn eigentlich die ganze Zeit mehr angucken. Das sieht halt schon sehr, sehr interessant aus, auf jeden Fall. Ich bin ja sowieso so ein Fan von Aufbauspielen. Also Minecraft, Bau, Sandbox. Ja, es ist halt angehaucht. Ja. Na, das ist jetzt nicht so stark, aber es ist angehaucht und dann sagt die hätte gerne das und das in ihrer Hütte und dann baust du ihr das halt auch nochmal rein, um die Quest zu erfüllen. Und um das zu bauen, musst du die und die Viecher erledigen, weil die das halt dann droppen. Ist jetzt nicht so anspruchsvoll, aber es macht Spaß. Ich finde, es ist ein netter Zeitvertreib. Es zieht sich auch nicht Ewigkeiten hin, die Level sind relativ zackig abgeschlossen, du hast jedes Mal so eine Hauptquest, die du da drin erledigst und die große Überquest und dann, ja, danach kannst du es immer noch spielen und auf 100% dann versuchen, dass das alles passt und alle Quests zu erledigen. Wenn man mal Zeit hat, da ein bisschen Spaß dran hat, ist halt total überdreht, ne? Die Texte und das Ganze, das ist dann schon so, das muss man mögen. Puff. Ist gerade von euch jemand noch im Gedanken und möchte seinen Gedanken weiterführen? Oder kann ich davor reingrätschen? Slappy, was hast du für eine fancy Lampe? Das fällt mir ja jetzt erst gerade auf. Die habe ich vorhin doch schon gesagt. Und eine neue Lampe hast du. Das ist eine IKEA-Lampe. Ja, schick. Gröbster Scheiß, die zusammenzubauen. Aber wenn sie einmal hängt, sieht sie hübsch aus. Ja, Stefan schimpft auch immer über IKEA-Lampen. Ich habe zwei tatsächlich. Eine hängt noch über mir, aber die sieht man nicht in der Kamera. Das ist die mit den Fransenblumen dran? Nee, keine Fransen. Okay. Nee, keine Fransen. Nee, das sind so, weiß nicht, so Bambus-Ersatz oder so, keine Ahnung. Nicht richtiges Bambus. Soll ein bisschen so aussehen wie Bambus. Ah. Einfach so flache. Okay, jetzt. Ganz viele, gedacht, die halt so wie ein Korb halt zusammengebunden sind an zwei Stellen. Die sind halt verschieden lang, deswegen. Waren runtergesetzt im IKEA und wir brauchten sowieso neue Wohnzimmerlampen, also. Aber da zusammenbauen und vor allen Dingen mit diesen IKEA-Lüsterklemmen, ne? Ich hätte fast drauf geschissen, hätte mir einen Schlag eingeholt, weil ich keinen Bock mehr hatte, mit diesen Kabeln rumzuhantieren. So. Ich wurde langsam unvorsichtig, möchte ich damit sagen. So, weil ich die ganze Zeit diese verkackten Kabel. Solange du die normalen Enden an den Stromkabeln hast, also diese mit extra Ummantelung, dass die so halt wirklich hart sind am Ende, dann ist das alles easy. Also aber wenn du ein normales Kabel hast, das einfach nur ganz viele Kupferadern sind, die du halt zusammendrehen musst, und wenn du die dann versuchst, da rein zu stöpseln, Alter, ich bin so ausgerastet, die sind jedes Mal wieder rausgefallen. Aber irgendwann, also die hier über mir, da warte ich nur drauf, dass das Kabel wieder rausgeht und sie wieder aufhört zu leuchten. Aber jetzt leuchtet sie wenigstens. Ich kann mal Stefan fragen, vielleicht hat er einen Tipp für dich. Ach, der wird wahrscheinlich sagen, ich soll das zusammenrollen und dann einmal falten und dann reinstopfen, aber das war mir dann zu blöd. Keine Ahnung. Er wird sagen, nimm richtige Lüsterklemmen. Nimm hattest diese Clip-Dinger. Nein, die IKEA. Genau, ich hatte die IKEA-Dinger, wo du halt so einen Knopf drücken musst, also so einen Switch und dann reinstopfen und dann lässt du los. Und dann soll das Ding halt hochgehen und festhalten. Ja, ein Scheiß macht das. Das hält nicht fest. Das hält erst wieder fest, wenn das Kabel einmal rausgeflutscht ist.
Keine Lampen, kein Problem. Ja. Ich stehe ja noch auf die ganz alten, wo man noch schrauben muss, die Lösterklemmen. Die sind ja, gut. Ja, die sind auch besser. Definitiv. Hatte ich auch hier. Da hat sofort alles wunderbar funktioniert. Hättest du hinten einfach abschneiden können. Hättest du ein bisschen abisoliert, reingesteckt und fertig. Hättest du die Lüsterklemme einfach abgemacht. Ja, ich musste halt damit arbeiten, was ich hatte. Ich hatte die Lüsterklemme, die ich hier hatte, die normale, das war nun schon nur eine Zweier. Ja, reicht doch. Da hätte ich nicht abschneiden können. Warum? Erdung, ja, kannst du an die Lampe. Weil da schon nur zwei drin sind. Ich brauche ja zwei. Kannst du ja die Lampe erden. Also nimmst du das die Erdung? Die ist nicht geerdet. Von vornherein schon nicht geerdet. Na, bei uns hängt noch Erde mit drin. Wir haben auch Erde, aber die Lampen haben keinen Erdeingang. Kannst du einfach ranpappen an die. Ja, aber. Meier Oma, irgendeine Schraube, die in der Lampe drin ist, einfach hochschrauben, das Kabel drunter und festschrauben und fertig ist. Lass die Erde immer weg. Wer, du? Ja. Ja. Also bei Lampen lasse ich die Erde weg. Hm. Bei anderen Sachen nicht. Stefan! Ja, gut, kann man machen. Aber Sicherung hast du rausgenommen, ja? Nein. Was? Deswegen sage ich ja, dass es riskant wurde. Hier hing auch, bist du stehen? Achso, nee, bist du nicht. Hier hing auch das Kabel über mir, das hing auch so auf ungefähr dieser Höhe die ganze Zeit, während ich an der hinteren Lampe gewerkelt habe. So. Hätte ich einmal vergessen, dass das da gehangen hätte, wäre ich mit dem Kopf gegen das Stromkabel gelaufen. Aber da war kein Strom drauf. Ich hab so einen Schraubendreher, mit dem man halt Spannung messen kann. Leuchtet dann hinten das Hinterteil? Ja, ja. Nee, er hat da eben nicht geleuchtet. Ich habe den Lichtschalter ausgemacht, das hat gereicht. Kam dann nichts durch. Ja? Ja, do it yourself. Du hast einen scheiß Sicherungskasten in 2019, wo du nur ein Clip drücken musst. Nee, hatte ich eben nicht. Ich hab extra geguckt. Ich habe 9 Sicherungen, wo ich Clips drücken kann. Und ich habe nicht gefunden, es war zumindest nirgends aufgeschrieben, Wohnzimmerlicht. Alter, dann mach alle aus. Ja, dann hätte ich keine Musik gehabt zum Ikea. Nimm dein scheiß Handy! Du kannst doch nicht mit 220 in eine Wand. Kannst du Klang. Dann kriegt er da eine gezwiebelt. Ja, aber hast du schon mal mit 220 einen geballert gekriegt? Habe ich. Ja? Als Fünfjähriger. Also mein Papa ist rückwärts von der Leiter runtergesprungen. Ja, ja, ich bin dann wach geworden später. Auf dem Boden. Kannst du dir halt nicht ausdenken. Kannst du dir nicht ausdenken? Sorry, Slappy, aber ich hab die so auseinandergenommen halt. Ist doch scheißegal, da ist trotzdem Saft drauf, Mann. Ganz kleinen Moment. Ja. Kannst du dir nicht ausdenken. Was? Stefan ruft an, um sich zu beschweren, was wir hier für einen Mumpitz quatschen. Nee, nee, du. Ich. Du. Mea culpa. Du. Kannst du? Ja. Ja. Ja, genau. Gut. Deswegen habe ich. Mein Mann ruft mich an und sagt, er kann sich das nicht anhören. Was du mit dem Strom, er schreit mich gerade an. Ich habe gedacht, es ist ein Autounfall passiert, weshalb ich ans Telefon rangegangen ist. Und er schreit mir ins Ohr, dass er sich das nicht anhören kann. Zu Recht auch, Stefan, zu Recht! Die Sau! Mein Opa war Elektriker. Ich bin gerade erschrocken. Oh, ich kann mir das nicht anhören! Ist was passiert? Nein! Ja und? Was heißt das? Das ist doch scheißegal, ob dein Opa Elektriker ist. Mein Vater ist auch Elektriker. Heißt doch nicht, dass du da dran rumfummst. Nein. Hallo, ich schreie jedes Mal, mein Mann ist Elektriker, ich kann das. Also. Und dann das Mannschki vor mir. Ah, zweiter Versuch, ne? Schreie ich in den Spielen immer. Ich habe immer darauf geachtet, dass der Lichtschalter aus ist. Und der war auf jeden Fall aus. Immer. Bei Life is Strange gibt es da so eine Situation. Das ist dann in Sicherungskasten. Mein Mann ist Elektriker, ich kann das. Und dann hockt er in der Ecke. Oh, das tut mir aber jetzt leid. Entschuldigung. Ja. Ja. So. Ikea macht halt ungeduldig. So. Es tut mir leid, Stefan. Ich weiß. So. Doof.
Gut, Slabby, zähl doch mal dein Spiel auf, solange wir dich noch haben können diesen Monat. Ich habe noch eins tatsächlich, was letzten Monat rausgekommen ist, was ich eigentlich auch schon spielen wollte. Aber Judgment habe ich halt angefangen und das ist doch länger, als ich gedacht habe. Aber das ist so ein bisschen unter den Radar gefallen, deswegen wollte ich das kurz ansprechen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es mir auch gefallen wird, wenn ich es denn einmal gespielt habe. Aber allerdings habe ich bis jetzt noch nicht viel davon gehört. Outer Wilds heißt das. Das ist auch letzten Monat rausgekommen, ist so ein Indie-Spiel und soll sehr, sehr gut sein. Ich habe allerdings keinen Stream länger geguckt als 2-3 Minuten, weil jedes Mal, wenn ich den Stream angemacht habe, hat irgendwer gesagt, wenn ihr das selber spielen wollt, macht sofort wieder aus und spielt es erstmal selbst, weil es wohl so ein Spiel ist, wo man langsam aber sicher rausfindet, worum es eigentlich geht. Und je weniger man weiß vorher, umso besser ist wohl der Effekt dessen. Im Grunde ist es ein Videospiel, wo man halt mit Raketen von Planeten zu Planeten fliegt und so. Aber worum es genau geht, weiß ich halt nicht. Deswegen kann ich noch nicht viel dazu sagen. Aber ich wollte es wenigstens einmal erwähnt haben. Gerade weil es wegen des Namens, glaube ich, auch ein bisschen untergeht. Weil alle Leute immer denken Outer Worlds, aber das kommt ja erst im Herbst raus. Aber es ist eben Outer Wilds. Ich glaube, du hast einen Sub bekommen. Sally. Deine Lampen im Hintergrund haben geleuchtet. Die leuchten für alles. Nee, sind kurz ausgegangen und dann wieder an. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls Outer Wilds. Kann man sich mal angucken. So, werde ich nämlich auch tun. Ansonsten, ich habe zum allerersten Mal, glaube ich, vielleicht nicht zum allerersten Mal. Nintendo bringt ein neues Mobile Game raus nächsten Monat. Dr. Mario World. Da bin ich mal gespannt drauf. Weil Dr. Mario habe ich damals auch ein bisschen gespielt. Das war eigentlich ganz witzig. Fand ich sogar noch relativ witziger als schon wieder. Echt? Lenk mich ab, deine Lampen. ach, war Dizzy oder was? Nee! Quatsch. Fand ich damals tatsächlich witziger sogar als Tetris, Dr. Mario. Also jeder sollte eigentlich wissen, worum es mit Dr. Mario geht. Ja, da kommen Medikamente, also Pillen kommen runter. Genau, mit zwei verschiedenen Farben. Genau. Und die mal muss mit Tüpfchen und mal mit Streifen so mit drin und dann musste man das kombinieren. Das habe ich auch super gerne gespielt. Ja, genau. Und die bringen das jetzt eben Dr. Mario World auf Android und auf iOS raus. Und bis jetzt läuft, glaube ich, Nintendo ganz gut mit ihren Mobile Games. Also ich habe mir ein bisschen dieses Super Mario Run angeguckt. Zumindest die kostenlosen Level hatte ich jetzt nicht so einen Spaß dran. Im Vergleich zu den normalen Marios, den 2D-Marios, habe ich dann lieber gespielt. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von diesen Autorunnern, ehrlich gesagt. Aber war wohl relativ erfolgreich. Und was Lou zum Beispiel extrem viel spielt, ist dieses wie heißt das? Animal Crossing. Mobile. iPad, bitte? Ah, Mobile. Ja, so ein Mobile-Game für iOS halt von Animal Crossing. Das spielt sie wohl sehr gerne und das kann man wohl extrem gut auch zocken, ohne halt Geld auszugeben. Klar gibt es Microtransactions, weil es ist halt ein Mobile-Game, aber klappt wohl ganz gut, wenn man immer mal nur so eine Stunde oder so am Tag spielt. Das Ganze auch ohne diese komischen Tickets oder wie die heißen da zu zocken. Und deswegen bin ich gespannt, wie die das denn halt in Mario World, Dr. Mario World, lösen. Deswegen, das habe ich auf dem Schirm. Dann neben Dragon Quest Builders natürlich Forager kommt für die PS4 und die Switch raus. Das ist auch interessant, weil auf dem PC ist das ja sehr, sehr gut angekommen. Forager, für die, die es nicht kennen oder nicht zugeguckt haben, als ich einen Monolog darüber geführt habe. Ich werde es kurz halten. Es ist mehr oder weniger ein Klickerspiel, das sich aber nicht spielt wie ein Klickerspiel. Also man läuft rum und baut seine Fabriken und alles. Und es hat nur dieses Feel eines Autoklicker oder wie diese Spiele heißen. Ich weiß nicht. Ich habe nicht viele davon gespielt. Deswegen. Danke, Sally. Kenne ich mich damit nicht aus. Aber ja, Forager kommt eben für PS4 und Switch raus. Deswegen, das habe ich auf dem Schirm. Ansonsten habe ich nichts, glaube ich. Mehr. Guck gerade bei Dizzy in den Chat, ne?
Und jetzt geht gerade die Chat-Regel hoch, nachdem ich gesagt habe, ja, ich teste auch mal. Und jetzt steht gerade in Caps Lock da, sei kein Arschloch! Okay, verstanden, klicke ich dann mal an. Okay. Alles klar. Verstanden. Da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, auf das Klicker, dass das für die PlayStation noch erscheint. Das Alle haben mich Klicker. gefragt, ja, das Klicker. Da haben mich alle gefragt, ob ich das spiele. Ich so, nö, spiele ich nicht. Und jetzt kommt das auf die Konsole. Und dann sage ich, ui, spiele ich doch. Genauso wie letzte Woche, nämlich Graveyard Keeper auch noch für PlayStation 4 erschienen ist. Das hast du doch schon auf PC gespielt, ne? Ja, aber das spiele ich jetzt nochmal und so voll durch und so mit allen Achievements hier. Ich habe ja sonst nichts zu tun, als mindestens 60 Stunden da reinzuballern. Ja, ist doch Da habe gut. ich. Ja, ich freue mich. Das sind doch genau deine Games, so. Ja, das macht mir. Das ist eigentlich nicht genau meins, aber es macht halt so unglaublich Spaß. Und der Humor ist wirklich sehr gut in Graveyard Keeper. Ja, und du darfst halt einen Gruftverwalter spielen. Das ist halt auf den Da Leib geschrieben. Das muss schon sein, ne? gibt's aber ordentlich Subs dann, du. Glaubst du? Klar. Glaube ich nicht, aber vielleicht hier, wenn ich am 16. erscheinen nämlich zwei DLCs. Für Kann ich mir GTA, holen? GTA und GTA oder was? Nee, einmal für Assassin's Creed Odyssey erscheint das letzte DLC. Das ist ja so in Episoden erschienen und es ist das letzte. Und High dann ist es Definition komplett. Audio vielleicht? Stimmen, die vernünftig aufgenommen sind und nicht komprimiert wurden zu Es ist ja nicht. 56K MP3? Man kann sich auch einfach mal freuen und sich nicht die ganze Zeit mit sowas aufregen. Ey, ich habe mich auf Also, das Spiel Assassin's gefreut, Mann. Odyssey ist so gut und es macht so Ach so, viel Odyssey ist Spaß. das in Griechenland, ne? Genau, Ja, Gyros. darauf habe ich mich nicht gefreut. Slippy, Das ist doch also. das andere. habe ich mich sehr gefreut und ich freue mich sehr auf das Atlantis-Add-on. Und ich bin super. Ich habe keins der Add-ons bis jetzt angefangen, weil ich warten wollte, bis alle draußen sind. Und dann werde ich super schön versumpfen darin. Da freue ich mich sehr, sehr dolle drauf. Endlich ist es soweit. Am 16. Und am 16. erscheint noch, das ist jetzt wirklich nur Konsole. Jetzt habe ich es vergessen, wie es heißt. Sims 4 Add-on. Strandfreunde. Was? Ach, Fischfreunde. Fischfreunde. Nicht Strand. Hilfe, Chat, helf mir doch. Straßenhure. Was? Nee, nicht Straßenhure. Das Das auf der Insel. ja, Inselfreunde. Ja. War das? Ich glaube, Inselfreunde ist es. Inselleben, das ist genau dasselbe. Freude, Leben, bla bla. Das erscheint auch. Für mich Und nicht. für dich nicht, Inselfreude? Freude und Leben ist nicht das Gleiche. Oh, das ist aber schade. Aber für mich so, ja, Inselleben erscheint. Und Hast du mal weiter Minecraft gespielt? wir mussten halt früher wurde die Konsole da sehr kindhaft behandelt. Ne? Die ganzen coolen Sachen kamen immer nur für den PC raus, wenn du Sims gespielt hast und die Konsole ist da hinten abgefallen. Aber anscheinend haben sie langsam verstanden, dass die Konsoleros auch Geld haben. Ja, und bringen halt die ganzen coolen, teuren DLC-Sachen auch für die Konsole. Und Warte mal ab, was passiert, wenn sie rausfinden, dass die ganzen Mobile-Gamer auch Geld haben? Wenn EA Sims auf ich iPad. spiele nichts mobile. Nein, Also, nein, nein. Ich Noch meine die nicht. Mobile-Gamer. Wir sind keine Mobile-Gamer. Noch nicht. Aber wie viel Geld es da zu Gar holen nicht. gibt? Dann Das wirst du zeigt Sims mich nie nicht wieder an. auf irgendeiner anderen Plattform sehen. Hey, sobald die erste Mobile-Bude bei euch anklopft und euch mal ein richtig schönes Gourmet-Angebot macht für 2 Stunden Mobile-Gaming-Stream. Ui, die sind mittlerweile wie Kieseller. Die Angebote kannst du fast nicht ablehnen. So gut sind Ach die. du, dann sage ich im Chat, hey! Hey, Chicas, ich habe richtig viel Kohle Tschatschinger, gekriegt, Junge. Jetzt geht's mal los hier. Tschatschinger. Ich bin da ehrlich, Naja, warum Leute. denn? Das ist doch richtig. Hier, ne? Gucken wir uns das mal 2 Stunden an. Mutti kann sich dafür neue Reifen kaufen. Voll geil. Auf So. Twitch sehe ich das nicht so viel. Auf YouTube sehe ich immer diese halbherzigen Video-Intros, wo sie 5 Minuten über ein Mobile-Game reden müssen. Und mir irgendwie das Spiel, was an dem niemand mehr vorbeikommt. Ich höre zum ersten Mal davon. Was? Ja. Das ist der Shit, Alter. Und ich habe 200 € Startguthaben geschenkt gekriegt. Ich kann alles machen. Aber du musst den ganzen Oh, Tag warten. nee. Also, sobald ich in einem Mobile-Game warten muss, spiele ich es nicht.
Spiel nicht. Ich muss bei Farm Together auch warten, weil es halt Echtzeit ist, wie, damit das Zeug wächst. Aber das ist auch so, ich kann kein Echtgeld investieren, damit das schneller kommt. Und das ist auch in Ordnung so. Nee, das träumt mich gar nicht an. Kein Bock drauf. This episode is sponsored by Squarespace. Squarespace. Das kann ich auch nicht Your mehr hören. solution for. Das kann ich nicht mehr hören, Alter. Die waren Ja. überall, waren die. Und dann kommt Oder noch, wusstet ihr, NordVPN. NordVPN, ja. Wusstet ihr eigentlich, dass ich schon seit Jahren Squarespace nutze? Auch meine Homepage habe ich damit gemacht. Ehrlich? Ach, wie die anderen alle. Ah, großartig. Aber hey, du, ganz ehrlich, solange die da ein bisschen Geld kriegen und dann ihren Lebensunterhalt, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Bei NordVPN, Squarespace und wie sie nicht alle heißen, habe ich auch nichts dagegen. Bei den Mobile Games, wo sie dann gezwungen werden, das Spiel noch zu spielen, damit die Leute mit ihren YouTube-Stars das mitspielen können und so, das finde ich dann schon ein bisschen schwierig. Also da gibt es auch Videos von, ich glaube, H Bomber Guy war es, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, der dann halt einmal aufzählt und mal so ein YouTube-Video darüber gemacht hat, was die alles von einem verlangen und warum er eben keine Mobile Game-Videos oder Sponsoring annimmt. Und das war schon ein bisschen erschreckend, so was die da halt für Ansprüche haben im Vergleich halt zu anderen Sponsoren. Dass die sich sponsern lassen müssen, gerade auf YouTube, ist klar, weil die haben da nicht so ein riesengroßes Subscription-System. Haben sie mittlerweile mit diesen Mitgliedern, aber ich glaube, das ist noch nicht so durchgekommen, wie Nee. jetzt auf Twitch zum Beispiel. Und gut, dass es auf Twitch dann Leute gibt, die dann nochmal extra was annehmen. Auch von Mobile Games. Ja, gut. Slavi. Ich meine, in einer Welt, wo Leute nach Madeira ziehen, weil sie sich so sehr für die Kultur von Madeira interessieren, überrascht mich gar nichts. Das ist, warte mal kurz. Warte mal kurz. Das hat nicht wirklich jemand gesagt. Nein, 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 nein. Dass Das sie sich habe für die ich jetzt Kultur. gesagt. Okay, ich Das wollte habe gerade ich jetzt sagen. gesagt. Dann sollte man wenigstens ehrlich sein und sagen, ey, wisst ihr was? 9% Steuern sind einfach 9% fucking Steuern. Tschüss, ich hau ab. Nun. Da gibt es schon schöne, also wirklich schöne Placements, was das angeht. Also ich habe schon. Mein Mann kommt jetzt nach Hause. Ich mute kurz das Mikrofon. Ich mute mal meine Kopfhörer. Ja, ich weiß, ich kenne die. Ich kenne die, aber Mann, Mann, bitte die wurden nicht. mir schon empfohlen. Ja. Das sind diese Clip-Dinger. Die sollen sehr, sehr gut sein. Das sind die modernen Mr. Clem. Die Ja, hat aber er aber nicht bekommen. ich Sowas habe die muss man genommen, die bei haben. IKEA dabei waren. Er hat die von Ikea genommen. Ja, Ey, ihr genau, redet die über stand Lister bei Clem, IKEA. der Junge hat nicht mal die Scheißsicherung rausgenommen. Wie sie sagt, er hat ja noch nicht mal die Sicherung rausgenommen. Sag nichts Falsches, Stefan. Mein Mann atmet. Er atmet es weg. Gut, danke. Ich Ich wollte nämlich lebe schon sagen. noch. Noch. Ich wollte schon sagen. So habe ich Stefan nicht kennengelernt. Mich hätte er dafür geschlagen, Junge. Mich hätte er von der Leiter runtergeprügelt. Randaliert er da hinten schon. Muss er irgendwo seine Wut rauslassen. Toll gemacht, Slabby. Toll. Kannst du dir nicht Ach, ausdenken, wobei, den Slaps. wütend ist ja alles viel besser. Danke, Slabby. Danke. Gerne. Mein abgekapertes Spiel. Eigentlich hab ich die Sicherung rausgenommen und ich wollte nur Sally glücklich machen. Ja. Oh. Twilight Zone? Nee, Warum X, machen. Ja, Akte X, Akte ich X oder weiß, das? aber warum machen wir Akte X auf? Weiß ich nicht. Die Fälle von Sali müssen noch geklärt werden. Ich weiß nicht Ach ganz genau, was so, da ach gerade passiert so. ist. Echt nicht? Komisch, Levi hat es gleich verstanden. Es ging um Sex. Stand-up-Comedy in fucking Deutschland. So, du beschwerst dich Vielleicht darüber? solltest du das üben, Dizzy. Es ist der Moment. Ja, der Das Moment war zieht doch doch alle witzig. vom Fass Ha, in niemand einem hat gewusst, dass Moment. du über Sex redest. Jeder Ha, hat's gewusst. ich hab das schon mitgekriegt. Ich bin ja nicht auf den Kopf Ja. gefallen. Ja, aber es hat doch jeder gewusst. Ja, na klar, deswegen kann man das ja auch nochmal so ein bisschen unter einem witzigen Deckmantel verschleiern. Entschuldigung. So, was kommt denn noch raus nächsten Monat? Nix, oder? Das war der gerade heraus Humor, Mann, mit dem niemand rechnet. Ja, immer so. Ich finde das witzig, Sex zu sagen, wenn alle Leute ja, ist egal. Twitch News.
Nein, 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 Moment. Ich hab noch ein ja? Honorable Mention, was halt niemand von uns dreien spielen wird, aber bestimmt es Leute gibt, die schon lange drauf warten. Deswegen wollte ich es nur mal kurz nennen. Ich habe halt noch nie einen Teil davon gespielt, deswegen Fire Emblem Three Houses kommt halt für die Switch raus. So, ich glaube, das ist das erste Fire Emblem, was auf einer großen Konsole rauskommt, soweit ich das gesehen habe. Alle Teile vorher kamen, glaube ich, für den DS raus, soweit ich weiß. Hat eine große Anhängerschaft. Ich bin mir nicht sicher, ob es da einen Teil auf der Wii oder Wii U gab. Deswegen, ich kann mich auch täuschen. Wie gesagt, ich habe Fire Emblem immer nur so nebenher gehört, weil es nie was für mich war. Weil es mehr so ein Strategie-RPG ist wohl und so, aber es gibt viele Leute, die es gerne spielen, deswegen wollte ich es zumindest mal angesprochen haben. Erwähnen. Okay. Und am 24. Juli kommt EA Access für die PS4 raus. Was eventuell auch den einen oder anderen interessieren könnte. Ja. Was ist das? So ein, soweit ich das verstanden habe, so ein Abo-Modell. Genau. Da kannst du dann eine ganze Menge Spiele spielen von EA. Das gab es schon auf der PS4. Da konnte man dann immer so die Vorjahressporttitel zum Beispiel zocken. Auf der PlayStation 4, kommt's. Ja, genau. Auf der Xbox wahrscheinlich. Ja, aber ich wollte dir nur erklären, so war es auf der Xbox. Du hast gesagt, es gab es aber schon auf der PlayStation 4 und ich nein? Okay. Ja, okay. Es gab dieses EA Access schon auf der Xbox. Und okay. Vielleicht ist das dasselbe auf der PS4. Hm. Ja. Hm? Okay. Ja. Sonst haben wir Beyond Two Souls schon genannt, dass es auf dem PC rauskommt. Ah. Nee. Also im Epic Games Launcher. Mit dem Creator Code Slapstick kann man das dann kaufen. Ansonsten. Kauft da einer was bei dir? Also nicht, läuft man das bei dir irgendwo? Ich habe zumindest noch kein Geld gesehen. Also wahrscheinlich, wenn, dann nur 2, 3. Du guckst da nicht rein. Nee, wo sieht man das? Wenn du dich einloggst, war da, wo du dich angemeldet hast, auf der Seite anmeldest, dann hast du oben, kannst du sehen. Nee, habe ich noch nie reingeguckt, muss ich mal später machen. Ich hab das also bei gemacht, mir kommt das drüber. Nicht weg und ich lasse mir das auch auszahlen und kaufe schöne Sachen. HC Dizzy, danke. Bei so. Mir kommt es auch nicht weg. Gut. Heavy Rain, ja. Lapstick. Nee, Beyond Two Souls, Entschuldigung. Beyond Two Souls. War ein gutes Spiel. Heavy Rain ist, glaube ich, schon draußen. Ja. Heavy Rain, ja. Beyond Two Souls, gutes Spiel. Und dann im Herbst kommt Detroit Become Human, was übrigens aktuell auf der PS4 in den PS Plus Games mit drin ist. Also man muss nicht auf dem PC kaufen, wenn man eine PlayStation hat und PlayStation Plus, dann kann man es jetzt auch schon kostenlos wie Twitch Prime. Das ist das große Pack, da ist Heavy Rain mit dabei. Auf der PlayStation? Also echt? Oh, das ist ja interessant. Ne, das habe ich auch nicht gewusst und dann so irgendwie 90 GB runterladen. Was? Ja, das soll da irgendwie auch noch mit dabei sein. Aber Detroit Become Human ist halt gutes Spiel. Boah. Mega. Mhm. Der Darsteller von hier, wie heißt der nochmal? Colin? Ist der Colin? Ist der Colin? Der ständig stirbt und dann wieder aufersteht? Connor, so heißt der. Ja, genau. Der Schauspieler von Connor streamt immer noch auf Twitch, ne? Und ist sehr erfolgreich. Ja. Ich hab den Charakter Connor nicht gemacht. Das war mein Lieblingscharakter. Nein, im Leben nicht. Doch, die anderen waren zwei Pussys, aber er hat wenigstens, mit dem konnte man wenigstens was anfangen. Nee. Connor nicht gemocht. Nee, ich fand die Geschichte um Kara, die hat mir am besten gefallen. Und Connor war echt so, okay. Das war halt Buddy Cop. Aber ich glaube, der ist bei mir im ersten Durchgang dann auch irgendwann so endgültig und dann habe ich da die weiterführende Story gar nicht mehr so mitbekommen, weil der dann hops gegangen ist. Später, wurde auch nicht besser. Also. Ja, aber es war spannend. Also ich habe mir da sehr viele, es gibt ja wirklich unglaublich viele Enden, ja. Sehr voneinander variieren. Und es ist einfach Wahnsinn, so ein gutes Spiel. So
ein gutes Spiel. Ich habe noch nie ein Spiel fünfmal hintereinander durchgespielt. Bis das kam. Ja. So, sonst glaube ich, war es das. Erst nicht, nee. Zumindest für Spiele. Jo. Ich hätte noch ein paar Twitch-News. 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 Willkommen zu den Twitch-News. Da haben wir einiges. Da habe ich einiges diesmal auf der Liste, weil ich auch schon so lange hier nichts zu Twitch News erzählt habe und tatsächlich ein paar Sachen rausgekommen sind. Deswegen fange ich mal an. Sortierfunktion. Die wurde mittlerweile tatsächlich überarbeitet und man hat jetzt die Möglichkeit, Streams im Verzeichnis zu sortieren. Und zwar kann man jetzt nicht nur von oben nach unten, sondern von unten nach oben auch sortieren. Also bei null Viewer-Streams anfangen und dann halt langsam hoch die Zahlen. Falls ihr also einen Stream unterstützen möchtet oder gucken möchtet, der null Viewer hat, könnt ihr euch die direkt ganz oben anzeigen lassen, indem ihr einfach so sortiert. Ansonsten kann man auch das Verzeichnis nach kürzlich gestartet sortieren. Das heißt, je nachdem, wie lang der Stream schon geht, kann man da reingucken. Wenn man jetzt gerade Bock hat auf einen Stream, der gerade erst losgeht, weil man unbedingt von vorne gucken möchte, zum Beispiel an dem Release-Tag eines Spiels, das man gerne von vorne sehen möchte, sortiert man halt danach und findet sofort die Streams, wo es vermutlich gleich losgehen wird mit dem Spiel. Ganz praktisch, werden jetzt nicht so viele Leute nutzen, glaube ich, aber für die, die es nutzen, ist es praktisch. Dann wird langsam die neue Suchseite oder Suchfunktion verteilt auf Twitch. Die hat noch nicht jeder, sondern das wird, ich glaube, 10% am Anfang und dann immer mehr Leute bekommen die. Die haben die nämlich ein bisschen überarbeitet. So ein bisschen habe ich das zwar schon. Also ich kann jetzt, wenn ich zum Beispiel statt Slapstick, Slupstick oder Slipstick eingebe, dann wird mir trotzdem mein Kanal angezeigt. Also diese Verschreiber Algorithmus, der ist schon mit drin. Aber es soll wohl auch später eine richtige Suchübersicht kommen, dass wenn man Enter drückt, man sich dann alle Suchergebnisse anzeigen lassen kann. Das habe ich zum Beispiel noch nicht. Ich habe nur die Übersicht, die kommt, wenn man was in das Suchfeld eingibt. Ja, das wird jetzt so langsam rausgerollt. Dann, das ist jetzt interessant, das trifft jetzt nicht Twitch selbst, sondern eher Mobile-User. Und zwar ist Twitch jetzt mit drin in diesem Stream-on, Social- und Chat- oder so Service von T-Mobile mit drin. Das heißt, wenn man das mit dazu bucht zu T-Mobile-Verträgen, kann man tatsächlich jetzt unendlich viele Streams gucken und chatten. Nicht selber streamen, haben wir gerade noch rausgefunden. Selber streamen ist nicht mit drin, obwohl in manchen Foren tatsächlich drin steht, dass das wohl auch gehen soll. Aber das noch zumindest ist es nicht mit drin. Aber Streams gucken, solange man tatsächlich Datenvolumen hat, geht wohl. Das finde ich relativ interessant. Ich persönlich habe jetzt kein T-Mobile. Deswegen kann ich da mehr jetzt nicht zu sagen. Aber finde ich tatsächlich interessant. Dann, wenn man als Viewer in einem Raid mit drin ist, soll es jetzt ab sofort nicht mehr soll man jetzt ab sofort keine Pre-Roll-Werbung mehr sehen in dem neuen Kanal. Das finde ich ist eine sehr interessante Änderung. Ich habe es selber noch nicht getestet, weil ich immer noch irgendwie in der alten Gewohnheit stecke, zu hosten und nicht zu raiden. Und sowieso keine Werbung sehe, weil ich halt Twitch Turbo nutze, weil ich Werbung hasse. Aber das finde ich schon mal eine kleine Verbesserung tatsächlich. War halt blöd, wenn du vorher ein Viewer in einem Kanal warst und der halt einen Raid oder einen Host rausgeschickt hat und dann halt während der Streamer, zu dem du geschickt wurdest, halt sich bedankt hat, dann halt erstmal Werbung 20 Sekunden sehen musstest oder Gott weiß wie lange, weil das System, was für Werbung zuständig ist bei Twitch, ja jetzt nicht so ausgearbeitet ist. Das soll zumindest jetzt bei Raids nicht mehr der Fall sein.
Bei Hosts aber immer noch. Also, wenn man tatsächlich möchte, dass als Streamer seine Viewer beim Rüberschicken zu einem anderen Kanal die Leute keine Werbung sehen müssen, haut man die einfach in Raid. Das gilt aber natürlich nur für die Leute, die auch wirklich dem Raid hinzugefügt sind. Also wenn man da auch wieder raushüpft und nur den Host folgt, dann wird man weiterhin Werbung sehen. Das finde ich auch sehr interessant. Dann sind die Sub-Only-Streams jetzt tatsächlich live. Wir hatten ja schon mal vor 2 Monaten, glaube ich, ungefähr drüber geredet, dass Twitch da rumgetestet hat. Jetzt sind sie tatsächlich offiziell drin. Gab natürlich großes Geheule auf Twitter, weil Geld. Aber wie vorher abzusehen, hat es kaum jemand genutzt und nutzt es halt kaum jemand. Zumindest nicht, um Spiele zu spielen oder um normale Streams halt hinter die Paywall zu stecken, was auch ziemlich dämlich ist, wie wir gleich sehen werden. Die Sache ist die, man muss halt 90 Tage gestreamt haben, ohne TOS-Verstoß, um das überhaupt freischalten zu können, als Affiliate oder Partner, das ist auch wichtig. Und dann kann man das als Affiliate und oder Partner eben nutzen. Also genauso wie Emotes sofort hochzuladen. Ja, ich glaube. Da braucht man das auch. Ja. Sind das auch 90, das sind halt tatsächlich 90 Broadcast-Tage. Also an 90 verschiedenen Tagen muss man vorher ohne Verstoß gestreamt haben. Nicht einfach nur 90 Tage, also 3 Monate, keinen Verstoß haben. Das ist halt wichtig. Okay. So. Ich zum Beispiel habe es auch nicht. Wahrscheinlich, weil Twitch gesehen hat, der hat die letzten 90 Tage gar nicht gestreamt. Also nehmen wir ihm das wieder weg. Weil eigentlich einen TOS-Verstoß habe ich nicht. Und ich habe bestimmt 90 Tage gestreamt in den letzten... Wie lange bin ich jetzt Partner? 3 Jahre. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe die Option zumindest nicht. Ist mir auch egal, ich werde es nicht nutzen. Aber ja. Wichtig dabei ist zu beachten, keine Videospiele zu spielen. Denn sehr, sehr viele Videospielentwickler haben eigene TOS, in denen steht, man darf die Spiele nicht hinter einer Paywall streamen oder Videos rausbringen. Yep. Die Sache ist, in den Twitch-TOS steht drin, dass du nicht die TOS anderer der Spiele halt brechen darfst, die du spielst. Das heißt, da wäre ich vorsichtig, wenn tatsächlich jemand hier überlegt, das zu streamen. Da gab es so ein bisschen Diskussion. Also ja, eher halt so ein IRL-Stream machen, weiß nicht, einmal im Monat, um sich bei den Streamern zu bedanken, geht man halt gemeinsam Eis essen oder so. Und dann streamt man das halt aus der Eisdiele nur für Subs. Das geht. Außer die Eisdiele sagt, ihr dürft das Eis nicht hinter einer Paywall streamen. aber sonst sollte das eigentlich ganz gut sein. Ich persönlich habe nichts dagegen. Ich finde es schön, dass es eine Option gibt. Ich finde es auch schön, wenn gewisse Streamer, gerade große Streamer, dann irgendwie einmal im Monat oder was so einen Sub-Only-Stream nur für seine Subs oder ihre Subs raushauen, wo sie irgendwas Besonderes machen oder so. Dann finde ich das sogar ganz witzig. Sehe ich jetzt nicht den Grund, mich dazu beschweren. Aber gut. Dieses Feature. Manche sehen dann halt sofort die Just Dance Streamerinnen, die halt nur noch für Subs tanzen oder so. So. Dieses Feature wurde sowieso nur eingeführt, damit die großen Löwen endlich hier streamen können. Ja. Das wurde nicht für uns eingeführt. Das wird uns nur verkauft, als wenn das für uns eingeführt wurde. Die OFC kommt jetzt, glaube ich, demnächst auch auf Twitch. Und, obwohl, die Funktion gab es auch schon vorher, ne? Also, was denn? Gab vorher schon E-Sport und so, die hinter Paywalls gesteckt haben. Ja. Sehen konnte. Aber ich glaube, dass die großen Spieler, die jetzt kommen, dann lieber eine richtige Funktion haben. Die werden vermutlich auch nicht 90 Tage ohne TOS. Selbstverständlich nicht. Und dieses Feature wurde, denke ich, halt auch einfach nur dafür eingeführt und uns als ganz nett verkauft. Ja. Die hatten sowieso die Technik, also warum haut man das dann nicht gleich für Affiliates und Partner raus? Ja, denke ich auch. Ansonsten kein Grund, Drama zu machen. Das ist halt, weiß ich nicht. Ist auch halt nicht. Nur. Weder bei dem einen noch bei dem anderen ist das. Ja. Dann hat Twitch tatsächlich die Subgift-Badges ein bisschen erweitert. was ich aber sehr, sehr
schwierig zu verstehen finde, muss ich zugeben. Und zwar, vorher gab es für jeden, der ein Subgift rausgehauen hat, der hat dann so ein Präsentkörbchen, nee, so ein Geschenk, Paket als Badge auswählbar gehabt, was er anzeigen konnte. Und jetzt gibt es halt verschiedene Stufen. So wie bei den Bit-Badges, jetzt auch bei den, ja genau, die kann man nicht selber hochladen als Streamer, sondern die sind vorher festgelegt und die stufen halt jetzt in verschiedenen Farben halt hoch. Das Schwierige bei der ganzen Geschichte ist aber, es gilt halt nur für die aktiven Subs. Also du musst halt aktive Gift-Subs gerade laufen haben, damit das steht zumindest so in dem Tweet, den Twitch rausgehauen hat und in dem Help-Thema. Das stimmt aber nicht, kann ich dir bestätigen. Ich habe in meinem Channel über 1000 Subs verschenkt. Ja, und habe 500 und habe nicht aktuell 500 gerade rausgehauen. Richtig, okay. Also ich habe über 1000 verschenkt und habe das Höchste, was es gibt. Und das ist auch da. Wir haben das schon getestet. Ja. Alles klar, gut. Dann verstehe ich nicht, was Sie meinen in diesem Beitrag. Ich glaube, das ist erst, dass du eher, seitdem das da ist, du hast das violette Geschenk, selbst wenn du schon da 500 rausgehauen hast. Und eventuell müsstest du dann noch einen obendrauf, so damit sich die Farbe von deinem normalen dann verändert. So habe ich es verstanden. Ja, aber in dem Artikel steht tatsächlich drin, dass du sie verlierst, wenn du keine aktiven Subgeschenke mehr hast. Jetzt weiß ich nicht, gilt das nur für die Geschenke, während sie laufen? Oder können die Leute dann halt resubben und gelten, solange sie gesubbt sind, weiterhin als verschenkter Sub? Das ist super kompliziert und es wird halt in keinem Artikel halt wirklich vernünftig erklärt von Twitch. Alter, wie krass ist das denn? Mit dem System schon Geschenke-Subs noch reinbaiten von Haus aus. Ja. Alter, diese ohne Scheiß. Also, ich find's ja gut und schön. Und es ist auch alles immer ganz toll, dass diese Gimmicks alle da sind, aber alter Verwalter, das nimmt doch langsam dann schon überhand. Also du bist dieses Twitch Prime, ne? Es sind super viele, es sind sehr viele Badges da. Ja, das sind, also weißt du, du hast ja, Entschuldigung, du hast Twitch Prime. Du musst als Streamer, und das ist wirklich Pflicht, du musst alle 5 Minuten sagen, Twitch Prime ist kostenlos. Weil sonst ist dein Twitch Prime weg. Ich habe seit 5 Monaten nicht gesagt, Twitch Prime ist kostenlos. Ja, ich weiß, du streamst ja auch nicht. Aber du weißt, was ich meine, wenn du aktiv streamst. Wenn du das noch dazu hast, ne, dann sind Leute, also wenn du mit Twitch Geld verdienen möchtest. Wenn du damit Geld, ja genau, wenn du damit Geld verdienst, willst, das richtig. Ist mir egal, weil ich habe halt einen richtigen Job. Ja, kann ich jetzt ausreden oder möchtest du noch alle 2 Minuten unterbrechen? Nee, bitte. Ich habe auch einen richtigen Job, Slabby, übrigens, ja. Und habe auch schon ein bisschen mehr gemacht als du. Also der Witz zieht nicht mehr. So. Und ich zahle auch weitaus mehr, egal. Vergessen wir das. Ja. Vergessen wir das. Dann hast du diese ganzen Gift-Sub-Scheiße, den hast du ja auch noch drin. Wenn das hier wirklich so ist, dass die verlieren, die Leute gehen ja irgendwann kirre. Dann hast du diese ganzen Bit-Badges hast du noch dazu. Dann hast du noch die anderen Badges hast du dazu. Und der Witz an der ganzen Sache ist, du darfst ja, wie viel darfst du haben? 3? 3, glaube ich, ne? 2 oder 3. 2? Ich finde es halt schade, wenn du dir wirklich Gedanken bei, also ich habe mir lange Gedanken bei den Bit-Badges gemacht. Jedes ist individuell gestaltet und die sind so schön. Und dann entscheiden sich die Leute aber für ein anderes Badge. Weißt du, ich denke mal so. Ah, guck mal. Ich hab die extra machen lassen. Die sind so schön. Waren so teuer. Benutzt die doch. Die sind so hübsch. Es ist halt, es ist die Reihe. Ne? Du kannst gar nicht alles einblenden, was du einblenden möchtest. Es geht übrigens nicht um Triggern, sondern um Ausreden lassen. Entschuldigung, Sani. Ich dachte, du bist fertig. Bin fertig. Sagt er. Ja, jedenfalls. Grätsch doch jetzt nicht gleich wieder rein, du Sau, ey! Doch, weil das wichtig ist. Es gilt nur solange mindestens ein Gift-Sub läuft. Wenn alle Gift-Subs, die du verschenkt hast, ausgelaufen sind, verschwindet diese Badge komplett und kommt aber in der gleichen Form wieder zurück, sobald du einen weiteren verschenkst. Das heißt, du musst in dem Kanal immer mindestens einen Sub verschenken, damit du die Badge immer hast.
War das jetzt verständlich ausgedrückt? Nicht, aber es fängt nicht von vorne an. Nein, es fängt nicht wieder von vorne an. Und es gibt auch nicht die absolute Zahl, die du aktuell am Laufen hast wieder, sondern die insgesamte Zahl. Also sagen wir, ich habe bei dir insgesamt 100 offeriert. Aber das ist jetzt schon 2 Monate her. Dann hast du gerade keine Batch. Und dann komme ich zu dir in den Chat und ich will unbedingt, welche Farbe hat das bei 100? Weiß ich nicht. Pink. Rot, pink. Und das will ich jetzt unbedingt angezeigt haben, dann habe ich das nicht zur Auswahl, sondern ich müsste dann einen offerieren, damit ich es wieder zur Auswahl habe. Genau. Boah, wer guckt denn jeden Monat, was für Badges er zur Auswahl hat? Kennt ihr noch die Zeiten, als man nur über PayPal subscriben konnte? Da gab es Mod-Zeichen. Das war's. Ja. Ne? Da musste man sich noch einen Link kreieren, um eine Donation-Page zu haben. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Das war so kompliziert, dass man die Scheiße einfach weggelassen hat. Dieses Sven hat zum Beispiel keine Badge. Gerade. Weil alle seine Gift-Subs ausgelaufen sind. Ah, okay. Okay. Dann habe ich es verstanden. Das musst du dir mal reinstellen. Das sind Leute, die verschenken Tausende von Subs und dann wird ihnen das einfach weggenommen. Ja. Damit sie ja wieder noch einen verschenken. Damit man das wieder sieht. Also, Svenny, sorry, aber jetzt habe ich dich ja gar nicht mehr lieb, seitdem du dieses Geschenk da vorne nicht mehr hast. Also kannst du mal bitte jetzt einen Sub verschenken oder was? Das wäre super. Ich erkenne dich nicht wieder, wer bist denn? Ich erkenne dich überhaupt nicht wieder, wer bist du überhaupt? Gib mir mal Geld jetzt hier, sub mal rein, ich brauche das Geschenk. Die Badge da, das ist verstehe ich nicht. Bin ganz irritiert. Muss ein anderer sein. Ja, gut. Na siehst du, geht doch. Das siehst du, geht doch. Hast du dein Bett? Tatsache, so funktioniert der Scheiß. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Dankeschön, Svenny. Danke, Svenny. Fürs live ausprobieren und Dankeschön. Beweisen. Ja. Wen interessiert das Zeichen? Sehr viele Leute. Das ist genauso wie das jeden interessiert. Oh, nee, ich kann es nicht mal mehr sagen, weil es mir so auf den Sack geht. Magst du vielleicht irgendwer anders sagen? Ich weiß gar nicht, was du sagen möchtest. Twitch Prime. Ach so, naja. Ja, gut. Es ist halt mit Twitch nur eine Badge. So. Oh, sorry, nee, ehrlich jetzt? Hast du das nicht mit? Du hast das nicht mitgekriegt, oder? Dass ungefähr gefühlt die letzten 3 Wochen oder 4 Wochen irgendwie jeder zweite Satz war, Twitch Prime ist kostenlos. Bei dir? Nee, überall. Nee, also überall, ich sage mal so, in meiner Filterblase war das wirklich, oh Mann, ich war heute kacken. Nein, nehme ich nicht. Oh, ich war heute kacken. Oh, echt? Aber weißt du, Twitch Prime ist kostenlos. Also wirklich zu jedem Scheiß. Deswegen, ich krieg das gar nicht mehr über die Lippen. Okay, deshalb, ich habe das gar nicht mitbekommen, deshalb habe ich das jetzt die ganze Zeit nicht verstanden. Du, das wird noch schlimmer, weil in 10 Tagen ist ungefähr Prime Day und nee, jetzt gerade ist auch noch groß. Was? Jetzt gerade ist, glaube ich. Nee. Was meinst du? Entschuldigung. Ja, Amazon Prime Day. Dieser möchte gern Ausverkauf von Amazon. Und da macht Twitch jetzt auch riesengroß Werbung für. Also Svenny sagt gerade, er mag Zeichen und ich mag Badges auch. Ich finde es nur schade, dass man eben als Streamer dann selber Badges erstellen lässt und dann nicht die Möglichkeit hat, die einfach auch anzuzeigen, sondern dann, weißt du, dass du dich entscheiden musst, will ich das Paket anzeigen oder will ich die Bit-Badges anzeigen lassen? Das finde ich schade. Nee, das wiederholen die schon seit Ewigkeiten. Ich zähle mich übrigens auch dazu. Ich war, ich habe das auch getan. Aber mittlerweile nervt mich das so sehr. Dann spiele ich lieber eine schöne Werbung für Twitch Prime. Jedenfalls, ich habe eine gute Nachricht. Tatsächlich auch. Alle Nachrichten sind gut hier. Die Pride Mega Cheers, die man gesammelt hat im letzten Monat, bis vorgestern ungefähr? Ja, vorgestern. 5.7. war Ende der Aktion. Da konnte man ja immer 200 Bits raushauen im Chat. Hat dafür 3 Emotes bekommen oder 4. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren. Und dann sollte man die eigentlich nur bis eben zum Ende der Aktion behalten und dann sollten die wegfallen. Das hat Twitch dann vor einer Woche ungefähr geändert
und haben gesagt, so viele Leute haben sich gewünscht, dass sie die für immer behalten können, also machen wir das jetzt auch. Und jetzt hat man alle, die man freigeschaltet hat, eben in der im letzten Monat, in dem Pride Month hieß das, ne, genau. Ja. Hat man jetzt für immer, was sehr schön ist. Also selbst ich bin auf den Bait reingefallen und habe da irgendwie 1000 oder 1500, 1600 Bits irgendwie reingeworfen, weil ich unbedingt diese Flügel haben wollte. Ich auch. Ich wollte die Ballons, Flügel. Ja, ich habe auch die Ballons, die Flügel und diese Give Your Energy Viecher, zumindest einen davon. Weil ich bin freudestrahlend, weil ich diese Emotes dann unbedingt, als es hieß, man kann sie behalten, bin ich freudestrahlend mit meinen Bits in einen anderen Channel gelaufen und habe immer 200 gecheert, weil man selber eben auch für sich dann freischaltet und habe gesagt, so, Dankeschön, ich mache das jetzt auch ohne Text, damit ich hier den Betrieb nicht so störe, so lange, bis ich alle habe. Ja. Ja, die Flügel habe ich als zweitletztes freigeschalten, also habe ich mir gedacht, komm, den letzten, und das war auch noch eins von den, ich glaube, GIF, also Brad Take. Naja, komm, das muss jetzt auch noch sein, das ist mit dazu. Ich wollte sie alle haben. Habe ich gern gemacht. Der Streamer hat sich sehr gefreut darüber und ich habe, oh Gott, die Flügel sind so schön. Habe ich die jetzt auch gekriegt, wenn einer bei mir im Channel gesagt hat? Nur wenn du vom Algorithmus ausgewählt worden bist. Genau, der Cheer hat immer entweder, also man hat welche geschenkt bekommen. Ab 200 gab es insgesamt 3 für die Community, dann gab es 25, es gab 100, 150. Das wurde, umso größer der Cheer war, umso mehr wurden da verschenkt im Chat. Und wenn du selber gecheert hast, hast du 2 freigeschalten. Ah. Ja. So. Ich habe einfach nur einen, aber es war, also 2 stand immer da. 2. Und dann, ja. Ja, geil. Habe ich gecheert? Habe ich sie alle? Ich habe 3. Ich, hab mal ich 3. war halt so weit zu sagen, dass ich mir, weil ich sie so schön fand, dass ich die Flügel und die Ballons zeichnen lasse und dann bei Better Twitch TV hochlade, weil sie halt so unglaublich, mir hat die Idee so gut gefallen, ne? So, und ich habe einen Clown, der hat den Ballon genau in der anderen Hand und das passt so gut. Und jetzt habe ich sie. Ich habe mich voll baiten lassen. Das funktioniert übrigens nicht mehr. Ja, es ist vorbei. Die Aktion ist vor 2 Tagen abgelaufen. Aber trotzdem vielen Dank für deine 200 Dublonen. Nee, da können wir endlich ordentlich einen Möwenfraß kaufen für unsere Möwen. Ah, nee. Ah. Das seid ihr. Leider kann Chatty die nicht anzeigen. Das finde ich ein bisschen doof. Chatty zeigt mir immer einen anderen. Random? Ihr seid es mir wert, Dankeschön. Oh. Da ist schon mal 300 hinterher, du. Kannst du nicht ausdenken, danke. Sollen wir noch was? Ja, was haben wir. Das ist jetzt eher Randnotiz. Subgifting ist jetzt auch auf Android möglich, falls jemand also viel zu viel Geld hat und nochmal einen Premium-Preis für Google zahlen möchte obendrauf. Kann jetzt auch Subs auf dem Handy, auf dem Android-Handy verschenken. Sollte man aber nicht machen. Also da sollte man lieber in den Browser gehen. Ich glaube, auf Android ist es tatsächlich noch möglich, einen Chrome aufzumachen und es darüber dann zu machen. Ja. Bin mir nicht sicher. Von Safari, glaube ich, geht das nicht, weil die dann, glaube ich, rausfinden, dass du auf einem Mobile-Gerät bist und die dich dann die ganze Zeit an die App weiterleiten. Aber ich glaube, auf Android sollte das weiterhin möglich sein, dass es eben auch auf dem Mobile-Browser geht. Und dann zahlt man wesentlich weniger, weil Google und eben Apple auch ihren Happen davon haben wollen und die Subs ordentlich nochmal gesalzen sind. Genau, knapp 7 €. Ja eben, da zahlt man nochmal 2 € drauf pro Sub. Deswegen, also Subgeschenke und Subs sollte man auf keinen Fall vom Handy aus so machen. Ja. Das ist kein extra Obolus für den Streamer. Nee, sondern auch nicht für Twitch. Nicht für Twitch. Sondern das geht an Google. Genau. Oder eben Apple. Google oder Apple. Falls ihr Apple liebt, könnt ihr natürlich. Aber alle anderen sollen das nicht machen. Ansonsten noch eine Kleinigkeit. Die SGDQ ist vorbeigegangen und hat einen Rekordbetrag eingenommen. Haben zum ersten Mal die 3 Millionen geknackt, die sie an Ärzte ohne Grenzen weitergeleitet haben oder weiterleiten werden. Finde ich auch schön. Ich
bin schon wieder viel zu wenig dazu gekommen, das zu gucken, weil die ganzen interessanten Sachen leider in der Nacht waren. Aber ja, 3 Millionen ist schon einiges. Also finde ich krass, wie weiter diese Aktion immer noch wächst. Innerhalb einer Woche, schon toll. Ja. Die Leute waren auch wesentlich zufriedener diesmal mit der SGDQ, so wie ich gelesen habe. Also die haben das wohl wieder irgendwie hingekriegt, dass viele Leute, die schon die ersten Ausgaben geguckt haben, sich jetzt wieder da wohlgefühlt haben, weil es ist zwar gewachsen, aber sie haben es irgendwie wesentlich lockerer gemacht als die letzten Male. Das habe ich genau andersrum gehört. Echt? Ja. Ich habe gehört, das Sofa soll diesmal wesentlich weniger reguliert worden sein. Und die Streamer konnten sich einladen, wen sie wollten, und auf der Couch hinter sich packen. Die hatten dann nicht mehr so strenge Regeln und deswegen war alles wesentlich lockerer und die Leute waren nicht so gezwungen und so. Was hast du gehört? Dass dann nur noch vorgelesen wird, zum Beispiel. So. Ständig. Ja, ist ja auch normal. Ich sag mal, willst ja auch Danke sagen. Es bleibt ja, nicht, es sind 3 Millionen, es bleibt nicht aus so. Ne, also. Scheint sich gelohnt zu haben. Ich habe nicht eine Minute gesehen dieses Jahr. Ich schon ein bisschen. Ein paar Sachen, die mich interessiert haben, habe ich schon gesehen. Ja. Aber wie gesagt, die interessanten Sachen, wo sie Zelda in 5 Stunden oder so auf 100% durchgespielt. War es Zelda? Ach, weiß ich gar nicht. Irgendwelche Spiele auf jeden Fall 5 Stunden lang auf 100% durchgespielt haben, so, die halt mich interessiert haben, die waren halt immer nachts oder so. Einmal habe ich dann das Ende gesehen, morgens, als ich aufgewacht bin. Aber ja, ist halt das Problem in Europa, dass du die Primetime in den USA halt immer genau verpennst. Oder ich zumindest, seit ich einen Schlafrhythmus habe. Früher konnte ich das dann noch gucken, als ich noch um 7 Uhr schlafen gegangen bin. Da hatte ich dann den amerikanischen Schlafrhythmus. Das ist aber schon lange vorbei. Versuchst du dir eigentlich einzureden, dass das cool ist, ein normales Leben zu führen? Das hört sich zumindest, cool. Ja, das hört sich so ein bisschen so an. Seitdem ich einen normalen Schlafrhythmus habe, naja, seitdem also ich einen normalen Schlafen, sehe ich schon als normalen Schlafrhythmus an. Nee, das 7 Uhr morgens bis 13 Uhr zu pennen, so wie ich es früher gemacht habe, um mich den ganzen Tag scheiße zu fühlen, sehe ich tatsächlich als nicht normal an. So. Kann jeder machen, wer will. Und es gibt auch Leute, die funktionieren trotzdem sehr, sehr gut dabei. Keine Frage. Aber für mich ist das der normale Schlafrhythmus. Weil ich auch einen normalen Job habe. Ich habe auch einen normalen Job. Zumindest sagt das Finanzamt das. Aber finde ich gut. Finde ich gut. Ja. So hast du endlich mal die Möglichkeit, was zu erreichen und nicht zu verhungern jeden Monat. Genau. Weil den anderen Scheiß hat sich ja keiner reingezogen. Sehr gut. Schön. Das freut mich für dich. Ich hoffe, du wirst ein normales, schönes Leben führen. Das werde ich. Ein Haus bauen, ein Papa werden. Nee, Haus bauen. Einen Baum pflanzen. Schön. Ich freue mich für dich. Ab Folge 100, Sali, suchen wir schon mal den nächsten. Mhm. Der Posten ist übrigens frei. Bewerbungen sind offen. Nur gepartnerte Streamer, bitte. Wir möchten nicht nochmal so ein Desaster mit einem Ungepartnerten haben, bitte. Könnt auch jemanden nehmen, der bald Partner wird. Nee. Ich mag Affiliates jetzt nicht. So, jedenfalls war das die Twitch News. Twitch News. Ich habe extra ausgemacht, Sali, dass sie nicht die Ohren wegfliegen. Oh. Ist das für euch nicht so laut? Mm-mm. Nee. Doch, das ist schon ordentlich laut. Also im Vergleich zu euren. Es ist bei mir immer der Drehregler. Ich muss halt immer 2 Regler hochdrehen und ich drehe immer volles Pfund durch. Deswegen. Okay. Ja. Folge 100 muss knallen. Lyric oder Dr. Disrespect müssen her. Nee, das geht nicht. Wir dürfen nicht auf Toilette das machen. Ich wollte es gerade schreiben, Mann. Es wird niemals einen Plankschnack aus dem Klo geben. Sorry. Nicht? Ich würde das machen. Ja? Ja. Schön einfach nur auf die Türen drauf und wir unterhalten uns über die Türen. Ich würde das feiern. Was mit Gronkh? Hm. Ja, Gronkh. Erik. Wenn ich das so sagen darf.
Wann ist es denn soweit? Wir hatten ja nur schon Funk. Du fehlst auch noch. Dann ist das Panini-Album komplett. Richtig. Ihr seid die Top-Stürmer in Deutschland. Aber du wehrst dich so sehr. Bitte, Krug. Lass uns endlich das Panini voll machen. Nee, Monte fehlt auch noch. Die beiden Top-Stürmer fehlen noch. Monte, vielleicht du? Zur 100. Folge? Gut. Einladung ist raus. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss, Manet. Habt ihr Streamer der Woche nicht, oder was? Tschüss. Was denn mit Streamer? Ich hab einen Streamer der Woche. Du kannst dich mal mit deinem scheiß Normie-Leben verabschieden. Du guckst keinen Content mehr. Verpiss dich. Du kannst gar keinen empfehlen. Ich hab's geschafft. Ich habe dich getriggert. Jetzt ja! So, ich habe einen Streamer, der ist tatsächlich Fulltime-Streamer. Oder? Nee, Moment, der hat. Irgendwas hat er nebenbei auch noch gemacht. Ich glaube, studiert oder so. Sein Studium gerade abgeschlossen. Oder so. Aber ich hab ja schon über ihn geredet. Milton T-Pike, GTA RP-Content. Gucke ich tatsächlich. Wenn er live ist, gucke ich ihn, zumindest mit GTA RP. Er spielt auch ab und zu andere Sachen. Die finde ich dann nicht mehr so unterhaltsam bei ihm, aber so ist das halt mit diesen GTA-RP-Streamern, die guckt man halt nur deswegen. Gerade wenn er Kiki spielt, die kriegt er halt unfassbar gut hin und ich lache mich halt wirklich nonstop kaputt bei ihm. Deswegen kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Vielleicht hat er Kartografie studiert. Ich habe gehört, Fulltime-Streamer, die Kartografie studiert haben, sind gar nicht so schlecht. Nee, habe ich auch gehört. Wir haben wenigstens was Normales studiert. Oh, Mann, ey. Da ich heute auch schon über ihn geredet habe, es ist derselbe wie letzte Woche. Ist so. Densen. Ich krieg Densen nicht aus meinem Kopf. Densen. Retro Gaming, Mario Maker 2. Tattoos. Tattoos. Witzig. Nonstop. Das macht echt Spaß. Schaut da mal vorbei. Ich finde es großartig. Bin da sehr gut unterhalten. Und der kann halt auch was. Das macht da wirklich Spaß, Mario Maker zu schauen. Das ist. Er spielt Community-Level, er macht eigene Level und meine absolute Empfehlung. Ich habe Slapstick. Nein, Spaß. ich nehme Toro. Ich habe seinen Stream noch nie gesehen und ich weiß noch nicht, wer er ist, aber er spielt GTA und das macht er ziemlich gut. Und das ist ein Stand-Up-Comedian, der in Deutschland als Dulli bezeichnet wird und ihn alle Leute glauben, dass er dumm ist. Zumindest in-game. Ich finde ihn sehr gut. Der ist sehr, sehr talentiert und hat richtig was drauf. Finde ich persönlich einer der stärksten Roleplayer in Deutschland. Den ich bisher. Ich habe seinen Stream aufgemacht und ich sehe einen Stehkreis. Aber er hostet, nicht bei ihm selbst. Nee. Möchte ich mal sagen. Aber ja. 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 Das ist es. Ey, wenn so, Brüx, jetzt reicht's. Erst sagst du zu mir, du bist, ich bin unnormal. Und dann kommst du um die Ecke und sagst, Knossi ist ein Superstürmer. Knossi ist ein scheiß Poker-Schandmaul. Knossi, du bist echt Knorke, aber Mann, du spielst scheiß Casino. Das ist kein Stürmer, Mann. Das ist Verteidigung. Der verteidigt sein eigenes Konto. So. Wo jetzt? Knossi, ich glaub, zackt oder was? Da kann ich mir ja gleich in Dings gehen, hier in, wie heißt das, in den Supermarkt und mir Gnossi kaufen und die essen. Okay, der war schlecht. Hör mal doch. Tschüss. Jetzt hau ich wirklich ab. Tschüss. Schönes Wochenstart. Tschüss. Wir sehen uns übrigens erst in 2 Wochen wieder, Freunde der Sonne. Und die Folgen kommen jetzt schneller raus bei
Soundcloud und bei Spotify und sie sind auch jetzt bei YouTube. Langsam. Falls Leute, langsam, ja, die kommen langsam rein. Da sind jetzt, glaube ich, mittlerweile 20 Episoden oder so. Sie kommen nach und nach immer weiter. Da sitzt jemand und macht das fertig. Dankeschön, tschüss. Mehr wollte ich nicht loswerden. Ihr seid toll. Slappy ist ganz normal. Sali ist heute wunderschön, finde ich. Wunderbar. Tschüss. Dankeschön. Achso, wir müssen. Das ist immer schön. Hör auf, sowas zu erzählen. Das macht die Brille. Dann kannst du winken, Slappy. Slappy, nimm doch mal die Patsche vor. Ey, du ein scheiß Normie, ey.